angerufen wird, ja, ja, redet mit, aber beteiligt euch nicht. Und das ist die Verarschung. Ich bin von der IG Hakenstraße. Wir sind in den alten Fachwerkhaus und wir müssen raus und das finden wir natürlich scheiße. Wir wollen drinnen bleiben. Wir sind richtig scharf drauf, mitzumachen und mitzuwirken, damit da etwas Gutes, Lebendiges entsteht. Als kleines Nebeninteresse finde ich, dass bei so einem großen Gelände auch ein Wagenplatz Platz hätte und vom Wagenplatz zu mir, die wir gerade auf der Suche sind, in Altona, einem geeigneten Gelände für uns, wäre da ja vielleicht eine Möglichkeit. Das musst du mal lauter sagen. Ich wollte eigentlich nur die Welt retten. Ach, sehr schönes Anliegen. Lux und Konsorten? Ist einfach geil. Ich finde, Lux und Konsorten stellt eigentlich gerade genau die richtigen Fragen. Weniger 5 Stunden auf dieser Seite. Wir haben uns mehr als 20 Stunden im letzten Jahr damit beschäftigt. Also wir haben jetzt hier mehr als 100 Stunden Beteiligungsverfahren im letzten Jahr. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, kurz auch einen Zettel auszufüllen mit der Frage, wie bringen wir die bisherige Planung zum Platzen? Altona. Die Gruppe Lux und Konsorten hat sich vor etwa einem Jahr zusammengefunden, um für kommunale bezahlbare Gewerberäume in Selbstverwaltung und in Altona zu kämpfen. Lux steht für lokale Unternehmung hoch X. Das bedeutet, dass wir nicht nur für bezahlbare Arbeitsräume für uns suchen, sondern dass wir auch auf der Suche sind nach Räumen, die unkommerziell und gemeinschaftlich genutzt werden können. Welche Orte wir im letzten Jahr abgeklappert haben und auf welche Missstände und Absurditäten wir dabei gestoßen sind, konntet ihr gerade schon in diesem Film kurz sehen. Die unmittelbare Zukunft sieht für uns so aus, dass wir den Aufschlag hier heute Abend machen wollen für die Gegenplanung Altona. Und dazu gehört für uns als erster Schritt, dass wir Kriterien benennen für die sozialen und politischen Rahmenbedingungen von so einer alternativen Planung, von einem alternativen Planungsprozess für eben besagtes Altonaer Bahngelände. Und dafür haben wir drei thematische Blöcke vorgesehen. Das eine sind eben Grenzen von Beteiligung. Wo sind diese Grenzen? Welchen Umgang kann man damit finden? Am wichtigsten, wie kann man im Prinzip eine Teilhabe, die auch den Namen verdient, gegenüber diesem Beteiligungsverfahren eigentlich erreichen. Das zweite ist Öffentlichkeit von Informationen. Warum braucht man überhaupt dieses Recht auf Öffentlichkeit, auf Informationen? Und wie kann man diese Öffentlichkeit für Informationen überhaupt herstellen? Und das dritte wären eben Bedarfe und Wünsche im Stadtteil. Dafür haben wir uns Gäste eingeladen, die sich im Prinzip mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen, die ähnliche Praktiken verfolgen, ähnliche Kritiken haben. Und mit denen möchten wir im Prinzip die Erfahrungen des letzten Jahres diskutieren und Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und wir haben ein Experiment, nämlich in der Tradition des Stadtschreibers bzw. des Stadtzeichners, haben wir den Christoph Schäfer. Willst du uns kurz erklären, was du heute Abend zu tun gedenkst? Ja, ich zeichne mich durch das Partizipationsthema hindurch und bin jetzt gerade bei Stufe 1 historisch angekommen. Participation Royale, immer noch nicht ausgestorben, aber eben der König verleiht dem Volk einen Orden und lässt es dadurch teilnehmen. Der Orden ist noch nicht im Bild. Ich werde das alles später nochmal vorstellen, wenn ich fertig bin. Würde ich Marc und Arndt von Lux und Konsorten bitten, direkt mit uns in den ersten Block einzusteigen. Die beiden werden uns einen Einblick geben, was wir als Lux und Konsorten unter Beteiligungsstreik verstehen und werden etwas darüber erzählen, wie man sich in den zweifelhaften Beteiligungsangeboten bewegen und sich darin auch irgendwie selbstständig bewegen kann. Und nachdem das ganze Jahr eigentlich letztes Jahr losging mit dem Dezember und der Verhüllung des Elektrolux
Und wir haben uns ja da so ein bisschen in diese Planung mit reingebracht und man hat uns dann quasi ja, nachdem man so ein Partizipationsverfahren mit initiiert hat, eingeladen, zur Hauerschule zu kommen am 4. Februar. Also es ging relativ früh im Jahr los. Und ja, aber auf die Einladung kam von uns quasi die Absage. Wir haben gesagt, wir machen einen Beteiligungsstreik. Und ja, vielleicht erklärst du mal, warum wir das eigentlich gemacht haben. Ja, also der Hintergrund war ja, dass es gab den Planungswerkstatt Sunapark und das war eine Auflage von dem Bezirk an den Investor Quantum, der das Electrolux-Gebäude gekauft hat, also das, was wir am Anfang verhüllt haben. Und das Ganze brannt. Darf ich nur kurz fragen, ich bin ein bisschen irritiert, Teilhabe statt Teilnahme, wenn ich jetzt 2,5 Stunden zuhöre, weil ich überlege gerade, ob das jetzt eine Kunstaktion zur Provokation von euch ist, von 2,5 Stunden zuhören zu lassen, weil das wäre Teilnahme. Und eigentlich geht es hier um eine Teilhabe. Also ich habe gar nichts dagegen zu hören, was ihr gemacht habt, aber die Vorstellung, jetzt 2,5 Stunden zuzuhören, finde ich nicht gerade ansprechend. Ja. Nur, also ich weiß, vielleicht wollt ihr uns ja provozieren oder irgendwas. Also, ja auch nicht schlecht, aber also ich will wissen, was die 2,5 Stunden erzählt. Also vielleicht haben wir uns da jetzt gerade ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Es geht jetzt nicht darum, dass wir 2,5 Stunden erzählen, was wir im letzten Jahr gemacht haben, sondern wir haben Gäste eingeladen, die, wie Christoph ja auch schon ganz richtig sagte, ähnliche Praktiken und Erfahrungen oder Interessen haben wie wir, mit denen wir gerne sprechen möchten, und wir möchten eben gerne verschiedene Dinge heute Abend zusammentragen. Es ist zugegebenermaßen ein ziemlich straffer Zeitplan und wir haben selber in der Gruppe lange diskutiert, ob das nicht eben genau ein bisschen widersprüchlich ist, eine Veranstaltung zu Teilhabe statt Teilnahme zu machen. Lass es doch den Abend erstmal auf dich zukommen, vielleicht fällt es dir auch gar nicht schwer, weil wir haben ja wirklich interessante Gäste eingeladen und ich glaube, es wird ein ganz schöner Abend. Also wie gesagt, diese Beteiligung der Planungswerkstatt Sunapark war eine Auflage vom Bezirk an den Investor Quantum, und Quantum hat diese Beteiligungswerkstatt dann ausgerichtet und es wurde organisiert von Beratungsunternehmen und 4 Architekten hatten einfach Entwürfe präsentiert. Und auf der einen Seite wurde immer gesagt, okay, es ist ein offenes Beteiligungsverfahren, interessierte Bürger können herkommen, aber auf der anderen Seite war es so, dass eigentlich alle wesentlichen Entscheidungen schon im Vorhinein gefällt waren. Also die Entscheidung, dass der alte Gewerbehof, der im Moment noch steht, abgerissen wird, die Entscheidung, dass da Wohnungen entstehen statt Gewerberaum und die Entscheidung, dass da Wohnungen für 12 Euro pro Quadratmeter entstehen. Und da war einfach für uns der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, unser Interesse nach bezahlbarem Gewerberaum und unser Interesse danach, dass es einfach ein alternativer Gewerbehof an diesem Ort gibt, hat von vornherein überhaupt keinen Platz in diesem Beteiligungsverfahren. Und es war einfach vollkommen klar, dass es darum geht, dass der Bezirk und die Investoren, das Beratungsunternehmen will, dass halt Zustimmung für Ziele organisiert wird, die eigentlich von vornherein festgelegt wurden. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, diesen Beteiligungsworkshop zu bestreiten. Also die wurden alle bezahlt, außer uns. Die haben alle Geld dafür bekommen, dass sie da waren, nur wir nicht. Ja, genau. Okay, wir wurden nicht bezahlt und unsere Interessen haben einfach in keiner Weise da Platz gefunden. Okay, gut. Und wie sah das dann genau aus? Also du hast dich also sozusagen dagegen, du warst da, aber hast nicht mitgemacht? Oder sag mal, wie sah das aus? Also wir haben uns einfach von vornherein dagegen entschieden, einfach den Investoren, den Politikern und den Moderatoren die Bühne zu überlassen und uns einfach in den Zuschauerraum zu setzen, zuzuhören und dann zu sagen, was zu sagen, wenn wir dran sind, sondern wir sind einfach nach vorne gegangen auf die Bühne mit unseren Helmen und den Westen und hatten auch Schilder dabei und haben dann unsere Fragen an die Investoren gestellt und an die Politiker und auch an das Beratungsunternehmen. Und dabei ist eigentlich ziemlich schnell klar geworden, was für eine Phase diese ganze Veranstaltung ist. Also unter anderem hat der Vertreter von Beratungsunternehmen gesagt, dass sie natürlich nicht mit den Anwohnern gesprochen haben, weil es natürlich die Frage aufwirft, wieso natürlich nicht, wenn man eigentlich ein Beteiligungsverfahren organisiert. Und unter anderem hat sich auch der Investor geweigert, zu sagen, was der Kaufpreis von dem Gelände ist. Und also notwendige Informationen sind uns einfach vorenthalten worden. Und ja,
Da haben wir einfach die Fragen gestellt, die Antworten gekriegt, die gezeigt haben, dass das eine Farce ist, und dann sind wir geschlossen rausgegangen und haben einfach dieses Beteiligungsverfahren bestreitet. Wie haben wir darauf reagiert? Also ich meine, du hast ihnen quasi die Bühne weggenommen, wir haben ihnen die Bühne weggenommen und jetzt hatten die da aber ja, die waren ja nicht ganz wenig nah und die haben dafür Geld bezahlt und die haben hübsche Modelle da mitgebracht und wie fanden die das? Ich habe gemerkt, dass sie schon so ein bisschen beleidigt waren, dass wir jetzt nicht mehr mitdiskutieren wollen. Also die waren einfach so beleidigt, okay, gut. Also das ist ja das, was uns meistens irgendwo so vorgeworfen wird oder was ja diese Protestkultur eigentlich innehat, dass wir halt erstmal sagen, wir sind irgendwo gegen. Super. Aber man kann ja nicht immer nur gegen Dinge sagen. So, und jetzt sag mir doch einfach mal, wie hast du dir das dann vorgestellt? Was willst du dann machen mit so einem Beteiligungsverfahren? Wolltest du jetzt wirklich, hast du wirklich erwartet, dass die dir alle möglichen Antworten geben, die du auf Fragen, die du so hast, und dann hören die dir auch noch zu? Also ich finde, ein Beteiligungsverfahren, was ich nicht bestreiten würde, müssen einfach ein paar Voraussetzungen haben. Und eine davon wäre einfach, dass nicht von vornherein alle Ziele festgelegt sind, sondern es erstmal offen ist und dass geguckt wird, was gibt es für unterschiedliche Interessen. Ein zweiter Punkt wäre einfach, dass die verschiedenen Informationen oder die Informationen, die es gibt, einfach auf den Tisch kommen, weil ohne die Informationen, die Verkaufspreise oder so, ist es einfach nicht möglich, sich zu beteiligen. Und ein Schild, was wir dabei hatten, war auch, da stand auch drauf Teilhabe statt Teilnahme. Das ist, finde ich, auch das, worum es eigentlich geht. Also es geht nicht darum, jetzt noch mehr Beteiligungsworkshops zu haben, sondern es geht eigentlich vor allem darum, einfach, dass am Ende etwas rauskommt, was auch in unserem Interesse ist, also zum Beispiel ein produktiver Gewerbehof. Okay, ich war schon das Zeichen gekommen, dass ich langsam den Schluss machen soll. Und, aber ich, bevor wir uns jetzt versprechen können. Ach so, unser erster Gast ist Mario Blö. Mein Name ist Christoph Türke, ich bin auch froh und glücklich, bei Lux dabei zu sein, bin Journalist. Mario, du hast einen Film gemacht, Zukunft Altona, wer baut die neue Mitte Altona? Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns da mal kurz einen Ausschnitt an, um dann eine Grundlage zu haben, darüber zu diskutieren, was du da vorschlägst. Film ab. Dies ist ein kurzes Video über die Zukunft in Altona und über die Frage, wer baut die neue Mitte Altona. Schauen wir uns diese Fläche nochmal im Luftbild an. Wie sehen die aus? Das wäre hier die Fläche 1 und angrenzend dazu die Fläche 2. Jetzt in deinem Film haben wir gesehen, wie es gehen könnte. Modell 4, das Mitwirkungsmodell. Ist doch super, da kann das doch eigentlich. Was haben die denn gesagt da in den ganzen Workshops, wo du das vielleicht auch mal angebracht hast? Ja, also dieser Beteiligungsprozess zu dem Bahngelände ist ja jetzt 1,5 Jahre alt. Und gerade weil die Diskussion eigentlich nie richtig sachlich wurde, sondern immer so, ja, bringen Sie mal Ihre Vorschläge ein und dann werden die alle gesammelt. Aber das wurde nie zusammengeführt. Deswegen habe ich gedacht, man muss es einfach mal in so ein Video zusammenpacken und sagen, was könnte es eigentlich sein? Und so ähnlich wie davor, das Beispiel, das ihr da geschildert habt, ich hatte auch den Eindruck, eigentlich sind alle Pläne schon fertig und alle Abstimmungen schon gemacht. Und das ist quasi dann eigentlich das Gleiche, dass eben da schon ein Eckpunktepapier unterzeichnet wurde zwischen der Stadt und den Investoren. Und eigentlich auch schon ein Architektenwettbewerb stattgefunden hat. Und dann wird noch Bürgerbeteiligung gemacht. Und eigentlich hat man das Gefühl, sie wollen ja gar nichts hören. Sie wollen sich gar nicht diskutieren, sondern sie haben schon ihren Plan im Kopf. Ich dachte, dass wir noch ganz kurz dazwischen gehen. Dieser ominöse Paragraph 165 Baugesetzbuch, den werden die wenigsten hier kennen. Das ist sozusagen diese Stadtentwicklungsmaßnahme, die eben weitreichende Eingriffe auch in, ich nehme das Eigentumsrecht, aber sagen wir mal, die Dealership ermöglichen würde, das Gelände zu einem günstigen Preis den Investoren abzuknöpfen und Grundeigentümern, um zum Beispiel sowas zu verwirklichen, was du da vorschlägst mit dem Mitwirkungsmodell. Das wäre jetzt meine Frage. Ist das denn, was du vorschlägst, eigentlich überhaupt zu machen, in der jetzigen, also mit der jetzigen Konstellation, dass wir da zwei, drei, vier Eigentümer haben, die ja auch ihre Renditen sehen wollen? Also die große Chance ist momentan wirklich noch da. In dem Video ist das jetzt kurz gefasst. Im Internet, wenn ihr bei YouTube schaut, könnt ihr das im Gesamten noch sehen, dass ihr auch die vier Varianten besser unterscheiden könnt. Aber auf diesen einen Punkt zu kommen, bisher ist es ja Bahngelände zum großen Teil oder Gewerbegelände, aber mit einer schlechten Nutzung. Um daraus Wohnungsgebiet zu machen, muss diese Baufläche neu entwickelt werden. Und dazu brauchen die Investoren die Zustimmung der Stadt. Das muss die Stadt gar nicht machen. Also sie können auch sagen, wir lassen das so. Und
Und dann sitzen die Investoren auf ihren Flächen. Oder Sie können sagen, wer 165 kommt in Anwendung und wir entwickeln das selber sozusagen. Ja, das ist ein bisschen komplizierter, das kann ich jetzt vielleicht nicht so genau darstellen, aber die Stadt hat zumindest die Möglichkeit, und deswegen war die Entscheidung vor 4 Jahren gar nicht mal so schlecht, dass die Hamburger gesagt haben, wir machen daraus einen Paragraph 165 Gebiet und untersuchen das erstmal. Diese Ergebnisse sind nur leider nie veröffentlicht worden, deswegen auch der gleiche Punkt, Sachen auf dem Tisch. Die vorbereitenden Untersuchungen seit 4 Jahren, also vor 4 Jahren bestellt, sind noch nicht auf dem Tisch. Und jetzt wird schon sozusagen gesagt, wie machen wir denn weiter, ohne dass man erstmal ein Fazit zieht. Also wir könnten, die Stadt hat vor 4 Jahren, wie gesagt, in die Richtung eingeschlagen. Jetzt könnte sie auch weitergehen. Aber momentan sieht es eher so aus, als ob sie abbrechen wollen und wollen schnell mit den Investoren Verträge machen und dann ist der Zug durchgefahren. Genau, das wäre sozusagen meine letzte Frage. Im Vorfeld dieser Veranstaltung haben wir kurz gesprochen, da sagtest du, Gegenplanung, Altona findest du ja eine gute Idee, aber du hast das Gefühl, dass die Zeit jetzt doch drängt. Was wäre denn dein Vorschlag sozusagen? Warum drängt die Zeit und was wäre dein Vorschlag, was müsste man jetzt machen? Also meine Vermutung, was müsste passieren? Meine Vermutung, jetzt sage ich wirklich Vermutung, ist, dass in den nächsten 3 Monaten der Zug hier durchfährt. Also die Verträge werden in den nächsten 3 Monaten möglicherweise mit den Investoren gemacht. Und wenn die Verträge gemacht sind, kann man schlecht wieder aussteigen. Das kennen wir bei der Elbphilharmonie und so weiter. Also deswegen ist schon die Frage, werden jetzt Entscheidungen gefällt, die uns keine Möglichkeit mehr erlauben, so ein Modell, was ich vorgestellt habe, zu machen. Also deswegen würde ich sagen, also wenn man verhindern kann oder eine Art Moratorium jetzt erreichen würde, dass man sagt, erstmal die Untersuchung, Ergebnisse auf den Tisch, erstmal nochmal einen Sachstand machen, was können wir eigentlich, was sind die Varianten, also 4 Varianten habe ich ja vorgestellt, bisher wird nur die dritte Mix-Variante, die Nummer 1 wird eigentlich nur immer propagiert, als ob das toll wäre, Eigentumswohnungen für 4.000 Euro anzubieten und für 13,80 Euro Mietwohnungen anzubieten und bei den sozial- oder geförderten Wohnungen nur eine Bindung für 15 Jahre, das ist ja keine langfristige Hilfe und auch keine Frage zum Gewerberaum wird beantwortet eigentlich richtig, also das ist das Thema, was davor war. Deswegen würde ich sagen, eigentlich gibt es so viele Themen, die wir hier in Mittelalter lösen können mit dem Gebiet. Es lohnt sich wirklich nur ein paar Monate länger darüber nachzudenken, bevor Verträge gemacht werden. Deswegen würde ich für ein Moratorium plädieren. Also die Forderung ist am Tisch, Moratorium, um eine andere Planung, wir nennen es jetzt Modinplan, zu ermöglichen. Vielen Dank, Marie Blöhm. Weiter im Takt. Unser nächster Gast ist quasi auch ein Beteiligungsopfer und ich das gerade richtig gesehen habe, stand er bei der Stundenzahl Beteiligungsworkshop bei über 100. Unser nächster Gast ist Carsten Dose. Er betreibt das Architekturbüro Dose Architekten mit der Sitz in der Harkortstraße. Er ist Teil der Interessensgemeinschaft Harkortstraße, in der sich etwa 2 Dutzend Betriebe zusammengeschlossen haben, um sich gegen die in Gang gesetzte Vertreibung zu wehren. Das Gespräch mit Carsten wird Yvonne führen. Yvonne ist sowohl Mitglied bei der IG Hammerstraße als auch Aktivistin bei Lose Konsorten. Du bist Architekt, du hast deinen Sitz in der sogenannten Fachwerkvilla, wo ich auch oben eine Werkstatt habe. Du hast die IG Hammerstraße gegründet. Du warst ja sogar Mitglied der Jury bei dem Wettbewerb, dem städtischen Wettbewerb, was natürlich nicht stimmberechtigt war. Wie würdest du als Fazit sehen, diesen ganzen Prozess von 1,5 Jahren, den du als Beteiligung deine Zeit investiert hast, kreative Ideen hattest, was meinst du, was glaubst du, ist davon verwirklicht worden? Also das ist natürlich sehr schwer, so kurz zu fassen. Das Entscheidende ist eigentlich hier vorher auch schon angesprochen worden bei diesem Verfahren ist, dass im Grunde genommen die Stadt, also die DSU, also die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, schon die Idee hatte, was dort passiert und damit im Grunde genommen die Vorgaben klar waren. Also das war dieses ganze Beteiligungsverfahren hat eigentlich nur noch den Sinn, dass man so ein bisschen natürlich noch Anregung einbringt, aber die Stadtplanung ist ja zu Recht der Überzeugung, dass sie sowieso das alles ganz richtig machen und dass wir noch dazu da sind, vielleicht kleine Korrekturen vorzunehmen. Aber im Großen und Ganzen konnten wir da nichts bewirken. Also ich sage mal einfach so Beispiele. Ich war als Gast in dem Wettbewerb drin für die Bürger, wurden da reingewählt aus einer Veranstaltung heraus und unter anderem habe ich mich da mal geäußert zu dieser schönen Fachwerkbrille, die da
jetzt hier von der Rückseite gezeigt wird, aber die aber irgendwie auch ein Stadtteil ist. Und das wurde auch aufgenommen vom Kreisgericht, dass das überprüft werden soll, ob die mit stehen bleiben oder nicht. Der Masterplan sieht jetzt vor, dass das Ding abgerissen wird. Und das ist einfach so nur ein Symptom, ein Beispiel, da gab es auch Gründe für und ob das nun richtig oder falsch aus deren Sicht. Und wenn man den Wohnungsbau so nach oben stellt, das will ich jetzt gar nicht weiter bewerten. Es ist eigentlich nur so ein Symptom oder so ein Zeichen, wie es eigentlich in vielen anderen Bereichen auch passiert. Also es gibt natürlich auch viele berechtigte Einwände mit Lärm und auch gab es ganz viele Einwände, dass der Wohnungsbau bezahlbar sein muss. Bisher ist überhaupt nicht klar, wie das sichergestellt werden soll, dass jetzt ein Drittel der Wohnungen öffentlich gefördert werden, also sprich Sozialwohnungen. Es ist überhaupt nicht klar, wie mit dem Baugemeinschaftsthema umgegangen wird. Also es sind ganz viele Baugemeinschaften schon gegründet, die Interesse haben, auf dieses Gebiet zu kommen. Es ist überhaupt nicht geklärt, wie eigentlich die Grundstücksvergabe erfolgen soll, weil die entscheidende Frage ist eigentlich, wem gehört das ganze Grundstück? Also würdest du eigentlich sagen, dass von deinen ganzen Anregungen, die du auf den ganzen Tausenden von Beteiligungsverfahren eingebracht hast, eigentlich nichts bei rumgekommen ist? Nee, so doof will ich jetzt hier nicht darstellen. Bin doch nicht blöd. Also da müsste ich ja sagen, es hat alles überhaupt nichts gebracht. Es hat natürlich was gebracht, es hat Kontakte gegeben, es sind Anregungen gekommen, es sind auch Netzwerke entstanden von Leuten, die sich also darüber kennengelernt haben. Das ist der positive Effekt und das glaube ich deswegen, war es jetzt auch nicht völlig verkehrt, sich da einzumischen. Aber es war tatsächlich eher so eine Beteiligung, die eigentlich nur noch überwiegend den Zweck hatte, die gute Planung, die die Stadtplanung mal gemacht hat. Und der Wettbewerbssieger, muss ich auch sagen, ist städtebaulich erstmal auch gar nicht so schlecht, ist auch ein guter Entwurf. Aber die Hauptfrage dahinter, also all das, was Mario Blöm hier erzählt hat, das könnte alles wunderbar mit diesem, also ein Großteil wunderbar auch mit diesem Masterplan, mit so ein paar Korrekturen vielleicht, könnte das umgesetzt werden. Also das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist wirklich, wie wird denn das Grundstück nachher verteilt? Na, meine Frage würde nochmal eher dahin zielen, wie du dir halt, also ein bisschen vom Fach, weil du eben Architekt bist, wie du dir eine sozial gerechtere Beteiligungsverfahren vorstellen könntest, wo eben auch die ganzen Fachkompetenzen, die es ja bei den Bürgern gibt, wie die damit einfließen können. Ich glaube, da müsste man im Ansatz viel früher dabei gehen. Also das ist einfach viel zu spät, wenn sich die Stadtplanung schon so viele Gedanken gemacht hat. Also die Stadtentwicklungsbehörde in dem Fall, also die hatten ja schon einen Plan vorgestellt auf der allerersten Veranstaltung, der gar nicht so weit weg war vom Wettbewerbssieger. Also sprich, um vom Park in die Mitte, reichlich Wohnungen, wenig Gewerbe und eigentlich auch nur die Häuser erhalten, die jetzt auch erhalten werden im Masterplan. Das waren also die Ecksteine, die eigentlich schon feststanden. Und man hätte eigentlich viel früher ansetzen müssen. Dafür braucht man mehr Zeit. Das ist natürlich schwierig, wenn da so geschrieben wird, es ist einfach Wohnungsnot und wir brauchen dringend neue Wohnungen. Und mit dem Argument wird ja alles im Grunde genommen klein geredet. Und da kann ich nur vorwarnen, weil in den 70er Jahren wurde ganz viel mit diesem Argument an Sünden vollbracht. Das kann man sich also in Müllmannsberg, Stadtshochhaus oder woanders alles angucken. Ich denke, da müsste eigentlich viel früher angesetzt werden. Und dann mit so, sagen wir mal, Workshops, die echt diesen Namen auch verdienen, wo die Ideen erstmal kommen und dann daraus Vorgaben für den Wettbewerb definiert werden und nicht nur an den Vorgaben rumkorrigiert wird. Und wir haben letztlich die Korrekturen ja nur bruchstückhaft da unterbringen können. Genau, wir werden jetzt sehen, wo bleiben, weil da, wo wir jetzt arbeiten, werden wir auf alle Fälle nicht mehr weiterarbeiten können, aber wir machen auf alle Fälle weiter. Genau, müssen wir schauen. Es gibt da für die Gewerbetreibenden natürlich ist das sehr drängend, das Problem, weil wir gekündigt sind zum 30. September und das ist für einige Betriebe wirklich sehr schwer, seinen Ersatz zu finden, weil das ist bei uns vielleicht mit Büro und das hier vielleicht noch gehen, aber es ist, also die ganzen Handwerksbetriebe oder Soundservice oder was da alles, Tonstudio, die brauchen einfach sehr viel Zeit, um neue Räumlichkeiten zu finden. Ist das denn die Wohnung, die gemacht hat, das abgerissen wird? Ist das Haus, das Fachwerkhaus, ist das schon sicher, dass das abgerissen wird? Beim anderen Bau. Was? Also ich will mich da jetzt nicht weiter zu äußern, weil unser Vermieter ist der Grundeigentümer und
wenn man einfach so sagen, es ist natürlich so, wir haben einfach auch die Not, wir brauchen andere Grundstücke. Und, aber der Masterplan sieht das nun mal vor, dass das Haus abgerissen wird. Und da wurde, also dieses Argument ist halt, dass das der Eingang zum Park ist und dass man da die, also wir haben da auch Skizzen geliefert, wie wir es uns alternativ vorstellen könnten. Die wurden diskutiert im, bei der Stadtplanung und dann wurde auch argumentiert dagegen. Und gut, das ist also, ich würde es jetzt nicht allein an dieser Villa festmachen. Ich denke, das ist ein viel, das Problem ist viel breiter im Saal. Und abschließend kann man vielleicht nochmal sagen, dass es schon Verhandlungen gibt, auch mit unserem Vermieter Aurelius, aber die kommen einfach nicht mit den Preisen über. Also wir hoffen, dass wir jetzt bis zum Ende des Jahres Preise kriegen, aber... Das betrifft aber auch nur einige Mieter, also nur den Mieter der 123, also es gibt eben auch ganz viele andere Gewerbetreibende, für die es erstmal so kein Angebot gibt. Es gibt Diskussionen um die Viktoria-Kaserne, aber auch da ist nicht Raum für alle. Und schon, es passt auch nicht für alle. Also das ist einfach nach wie vor, drückt der Schwung da erheblich. Und was ich auch ganz bemerkenswert fand in dieser ganzen Geschichte, ist wirklich, bei der ersten Veranstaltung haben wir uns da bemerkbar gemacht und haben gefragt, was macht ihr denn mit den Gewerbetreibenden? Da war erstmal so ein bisschen Kopfschütteln und ein bisschen Stirnrunzeln. Und dann haben wir festgestellt, dass die tatsächlich gedacht haben, da arbeitet keiner. Dann haben wir selber diese Zielung gemacht. Wir haben geguckt, wer ist denn hier eigentlich alles? Und haben 153 Mitglieder sozusagen oder Beschäftigte, sage ich mal, in dem Umfeld der IG Hackerstraße. Und später stellte sich heraus, dass sogar 225 Menschen dort arbeiten. Also das ist schon ein mittelgroßer Betrieb, da würde Hamburg einiges für tun, den Betrieb dort zu lassen. Aber wenn das so Einzelne sind, ist es eben immer sehr schwierig. Haben Sie auch immer mehr Holz und sind Sie sehr schnell dabei. Ja, vielen Dank. Mario, du warst ja bei den Verhandlungen mit der Stadt dabei gewesen, mit der Behörde. Und ihr habt da ja eine etwas ungewöhnliche Forderung aufgestellt, als die Stadtbildungsgesellschaft ins Spiel kam und gesagt hat, wir wollen eine finanzielle Aufwandsentschädigung haben für die Zeit, wo wir hier quasi daran teilnehmen, an den Beratungen. Wie habt ihr das begründet und wie haben so die Behörden darauf reagiert? Wir hatten im Vorfeld schon mal vorgerechnet, wie hoch die Investitionen, also von dem gesamten Quartier unserer Seite sind. Das war dann irgendwie nach wenigen Monaten ein sechsstelliger, also ein weit über sechsstelliger Betrag. Und zu dem Zeitpunkt war es dann klar, dass dieses integrierte Entwicklungskonzept, also dieses IR, gearbeitet werden soll. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht mehr, das ist einfach nicht zu leisten. Und abgesehen davon sehen wir das nicht ein. Also die Stadt kauft die Steg sich als Berater ein, in dem Moment, also das war ihre Funktion zu dieser Zeit. Und die werden dafür bezahlt, die anderen werden sowieso dafür bezahlt, das sind entweder Politiker oder Beamte. Und wir sind halt betroffen von Kontofendungen und Ähnlichem aufgrund der Intensität des Engagements. Und genau, das haben wir dann mehrfach angebracht in vielen Verhandlungen. Und das wurde natürlich gar nicht gerne gehört. Haben wir auch gesagt, dass dafür sind wir eigentlich nicht zuständig. Ihr wolltet doch und jetzt kommt ihr uns so. Und im Endeffekt haben wir dann aber haben wir da sozusagen nicht locker gelassen und haben das dann relativ pragmatisch gelöst, haben sozusagen gesagt, okay, der Arbeitsaufwand ist der, dass es gibt irgendwie, es gab eine Konzept-AG und eine Bau-AG und es gab dann immer so größere Elefantenrunden, plus sozusagen Ortsbegehungen und haben das einfach aufgeteilt. So gesagt, okay, das dauert bestimmt so und so viele Stunden, es gibt eine Vor- und eine Nachbereitung und haben einfach einen Stundensatz dafür angesetzt und haben den dann sozusagen Kostenvoranschlag so ein bisschen in die Rechnung geschrieben. Dann hat man sich natürlich nochmal getroffen und dann wurde das natürlich auch, also diese Summe wurde natürlich dann auch nochmal gesenkt, so auch nicht unerheblich, aber letztendlich hat man, dadurch, dass wir das total realistisch eigentlich angesetzt haben, ein bisschen sehr freundlich angesetzt haben und dass man auch auf, das auch aufgestellt hat auf diese einzelnen tatsächlichen Termine, gab es einfach, also es war kein pauschales Angebot, wir haben nicht gesehen, pauschal hätten wir gerne für diese Arbeit das, sondern ganz genau benannt wofür. So. Und am Ende haben sie das dann, also haben sie das gezahlt. Also ich bin jetzt so ein Buchhalter, mich interessiert immer Zahlen und in Deutschland spielt man nicht gerne bei Geld. Und jetzt frage ich dich einfach mal, was ist da über den Tisch gegangen? Das kann ich dir gar nicht mehr ganz, wir haben heute... Eher 5.000, eher 50.000, eher 500.000. Nee, es ist so eine Größenordnung von 10.000 bis 13.000 Euro. So. Also das kannst du eigentlich drüber lachen, wenn du dir überlegst,
was, wie viele Menschen sozusagen daran mitgearbeitet haben, in was für einer Intensität, ist es halt wirklich eine Dachnummer. Ich kann es jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, weil so viele Menschen haben Rechnertode erlitten und diese Daten sind alle da, aber die sind dann auf der Festplatte und auf der Festplatte und der Festplatte und dadurch, dass wir auch noch sehr viel laufendes Geschäft in Anführungsstrichen vollführen, nicht mehr. Nee, da brauchst du dich gar nicht, also mich hat mal einfach so ein bisschen so, mich hat einfach mal so eine Eckzahl interessiert, weil zum Beispiel das Planungsverfahren im Sundernpark, da haben quasi vier Stadtplanungsgesellschaften 40.000 bekommen so, und ich würde mal sagen, vom Aufwand her ist das um einiges geringer als das, was ihr da sozusagen geleistet habt. Die erste Rechnung war auch ungefähr in der Größenordnung. Also dann wart ihr ja sozusagen auf den Marktpreisen. Ja klar. Eher drin. Das ist ja eine qualifizierte Arbeit. Was soll das und der zweite sein? Punkt ist, der mich so interessiert, du hast gesagt, als du in den Sitzungen mit den Behörden gewesen bist, dass dir das manchmal vorkam wie so eine Art kostenloses Coaching, was ihr den Behörden gegeben habt, weil die überhaupt nicht fähig sind, mit so einer Struktur aus Selbstverwaltung umzugehen. Und mich würde interessieren, wie erklärst du dir diese Probleme sozusagen oder welche Mühe haben die Behörden da mit euch im Konkreten gehabt? Ich würde ganz gerne nochmal einen Nachsatz zu dem Thema, dass jetzt, also dieses Thema Geld und auch Geld zum Beispiel innerhalb des Bundessanierungsverfahrens ist nach wie vor Thema oder wird jetzt auch gerade wieder dort Thema. So viel dazu. Ja, wir haben mit sowas wie ein Coaching für die Stadt betrieben. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, weil die Stadt ja auch fluktuiert, die Menschen, die in ihr etwas zu bestimmen haben. Und es gibt halt verschiedene Probleme, ne? Also zum einen hat man, also was die, eine Sache, die ganz, also das sind, also das sind Menschen, die arbeiten in total strukturierten, hierarchisierten Betrieben, also die Behörde, so Politik ist auch total hierarchisch organisiert. Und wenn jetzt sozusagen ein Haufen, ein loser Haufen Menschen ankommt, der irgendetwas will und der diesen Strukturen und Prinzipien sozusagen nicht folgt, dann ist das, finden die es total schwierig, das ist für die nicht greifbar. Und dann denken die auch so, okay, das ist ein loser Zusammenhalt, wo ist denn die Konstanz, wo ist die Ernsthaftigkeit und so, das sind so die ersten Punkte, ne? Also mit denen du zu kämpfen hast, also wo du sozusagen erstmal diesen, die das erwerben musst, dass du ernst genommen wirst aufgrund aber dann wäre doch Selbstverwaltung, finde ich, recht einfach, weil Selbstverwaltung heißt ja, die haben nicht die Arbeit, sondern ihr habt die Arbeit und dann haben sie ja quasi da keine Mühe mit. Also das wäre ja für sie die simpelste Lösung, wenn sie darauf keine Lust haben. Ich habe quasi alle Risiken liegen dann ja bei euch. Also warum geben sie das dann nicht einfach gerne aus der Hand? Okay, dann musst du die Frage nochmal, also ich habe es verstanden. Nein, die Frage wäre so, wenn die mit euch zusammenarbeiten, so was Fragen von Selbstverwaltung betrifft. Der Streit darum, ob ihr das Gelände jetzt selbst verwalten könnt und dann sagen die immer, nee, die Saga muss rein, die Steg muss rein. Also warum trauen die euch das nicht zu? Was ist da so, was ist da nach deiner Ansicht das Momentum? Ich hätte die Frage jetzt anders verstanden. verschiedenste Sachen, ne? Also zum einen ist es, glaube ich, so, dass Behörden, glaube ich, haben total Angst vor Partikularinteressen und können das ganz schwer einschätzen. Das ist ja immer das, was sie denken, da kommt eine Bürgerinitiative ein, whatever. Da vertreten Leute ganz radikal ihre ganz eigenen Interessen. Das finden die total schwierig, also bis heute noch. Und da muss man die einfach überzwingen und triezen und treten. Und das, ich weiß nicht, ja. Das ist das vielleicht ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch. Blogs angelangt. Vielen Dank an die Gesprächspartnerin an dieser Stelle schon mal. Im zweiten Teil der Veranstaltung möchten wir uns der Frage zuwenden, welche Rolle die Zugänglichkeit und Öffentlichkeit von Informationen im Stadtplanungsprozess spielt. Die Nichtzugänglichkeit war und ist ein beständiges Problem bei unserer Suche nach geeigneten Arbeitsräumen. Und Sascha von Lux & Konsorten kann uns ein bisschen was erzählen, wie man auf etwas unkonventionellen Wege an Informationen gelangen kann. 20. Mai, 7:30 Uhr morgens, das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung, Bärenwohnungsbau, was war da los? Ja, den habe ich anfangs jetzt gar nicht verstanden, der hat so aufgeregt geredet. Also
7.30 Uhr, ich habe noch gar nicht richtig gefrühstückt, da hat dieser etwas angestochene Herr Behrend, da muss ich auch fünfmal nachfragen, ob ich es kapiert hatte, wer es eigentlich war, angerufen und wild rumgeschrien, wir würden auf seinem Gelände stehen, wir hätten da ein Tor geknackt, wir hätten da Container abgestellt, da wäre irgendwie so ein Schild angebracht. Ja gut, was war dem vorausgegangen? Es handelt sich bei dem Gelände um das Gelände der ehemaligen Gewürzmühle in der Kausstraße, Hamburg-Altona. Gerade nicht zu sehen. Was dem vorausgegangen war, waren... Ja. Ja, da. Irgendwann war... Genau, das war der Nachmittag von dem Anruf. Was vorausgegangen war, waren recht viele Gespräche mit dem Bezirk, mit Bezirkspolitikern, mit einem Haufen... Also es sind alles Menschen aus dem Bauausschuss gewesen, sogar aus der Bauplanungsdezernat, mit denen haben wir allen über dieses Gelände geredet. Wir wollten mal eine Begehung haben, wir hatten uns sehr dafür interessiert, nachdem wir ein halbes Jahr zuvor im Elektrolux-Gelände aufgeschlagen sind. Und keiner dieser Herren konnte uns, und zwei Damen glaube ich, konnte uns wirklich sagen, wem gehört das Gelände, was ist der Stand, was die Sachlage. Das waren ungefähr 4 Monate, die so ins Land gingen und dann dachten wir so, wenn wir nicht zu den Fragen kommen und nicht zu den Antworten, dann müssen wir das mal ein bisschen umdrehen. Dann müssen wir einmal gegen den Busch schauen und gucken, was runterfällt. Das war dieser besagte Container, also wir haben dann morgens um 7 das Schloss da aufgemacht, einen Container angestellt und ein Schild mit meiner Telefonnummer in der Bauleitung. Und eine halbe Stunde später hat der Herr Behrend äußerst wütend angerufen und meint, das wäre sein Gelände, es wird alles ihm gehören. Wir sollten sofort verschwinden. Ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, weil das waren eigentlich die Informationen, die wir haben wollten. Ähnliches war aber im Gelände des Elektrolux-Geländes, also wo wir eigentlich über ein Jahr lang vorher versucht hatten, da überhaupt ranzukommen, wem das gehört. Es gab da Bauschilder mit Telefonnummern, aber die sind anscheinend für normalsterbliche, unerreichbare Nummern. Auch dort, nachdem wir das besetzt hatten und eingewickelt hatten, abends, um 7 kam dann eine Frau von der Betreibergesellschaft, vom Investor an und wollte mal nach den rechten Dingen da schauen, was eigentlich los ist. So konnten wir auch dort rauskriegen, wem das eigentlich gehört. Das konnte uns keiner aus dem Bezirk. Niemand konnte uns das sagen oder wollte uns das sagen, weil wir auch gar nicht so die Möglichkeiten haben, in diese Grundbücher zu schauen. Aber unser Weg war dann, das ein bisschen umzudrehen und einmal gegen den Baum zu klopfen und gucken, was runterfällt. Und gerade beim Elektrolux-Gelände hat sich ja scheinbar im letzten Jahr einiges getan. Wissen wir eigentlich jetzt, wem es gehört? Nö. Es soll die Quantum gekauft haben, aber das sind dann haben wir aus dem Bezirk gehört, das soll schon wieder verkauft worden sein an die Saga. Der andere sagt dann, nee, das hat die Saga, hat das so halb gekauft, Quantum will das aber noch entwickeln. Sehr wahrscheinlich ist es noch gar nicht verkauft, sondern gehört immer noch der TCG-Gesellschaft, weil, also meine persönliche Vermutung wäre, dass da noch gar kein Kauf rechtskräftig ist, weil der passiert sehr wahrscheinlich erst, wenn es so eine Art Bauvorbescheid für das Gelände gibt. Warum die Quantum-Gesellschaft das jetzt nicht hat, obwohl sie ja so groß angekündigt Wohnungen entwickeln wollten. Also man hört immer nur was. Man hört, dass die Wirtschaftsbehörde da reingegrätscht ist und gesagt hat, sie wollen das unterbinden, dass das Gelände umgewandelt wird. Also man tappt so richtig im Dunkeln. Also es bleibt spannend und wir haben jetzt gestern mal ein kleines Transparent aufgehängt. Vielleicht passiert da ja irgendwas in den nächsten Tagen. Transparent aufhängen kann, die ganzen Gebäude verhüllen und Container aufstellen, das ist ja nicht so richtig verallgemeinerbar. Für alle Bürger und Bürgerinnen gibt es eine Volksinitiative, die versucht, das auf einen Gesetzentwurf durchzubringen. Wir haben einen Gast da von dieser Initiative, nämlich Michael Hirdes. Und die Initiative heißt Transparenz schafft Vertrauen und fordert ein öffentliches Informationsregister und in diesem Informationsregister sollen eben Verträge und Gutachten der Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und die erste Hürde hat die Volksinitiative auch schon genommen, nämlich 15.000 Unterschriften gesammelt. Und was mir jetzt vorhin noch so zugesteckt wurde, ist, dass offenbar alle Fraktionen
der Bürgerschaftsparteien, also SPD, CDU, GAL, FDP und Linke, der die Volksinitiative in irgendeiner Weise unterstützen oder der beitreten wollen. Interessant. Das fände ich sehr spannend, wenn die SPD das Ganze voll inhaltlich übernimmt, dann müssen wir nicht mehr ins Begehren, das ist super. Das wäre meine erste Frage. Der Stand ist sozusagen, es soll ein Begehren geben, aber das gibt es ja nur, wenn die Bürgerschaft nicht beschließt, wir finden das so gut, dass wir das übernehmen. Das vermutet ihr, aber tut sie gar nicht. Genau, also das Verfahren sieht ja so aus in der Volksgesetzgebung in Hamburg, dass wir jetzt die Initiative eingereicht haben mit hoffentlich 10.000 gültigen Unterschriften, was bei 50.000 gesammelten sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Dann hat die Bürgerschaft 4 Monate Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also die SPD hat schon angekündigt, das geht in den Rechtsausschuss und wird alles überprüft und so weiter und so fort. Und dann, wenn sie es nicht annehmen sollten, dann gehen wir halt ins Volksbegehren und müssen dann 5% der Hamburger Wahlberechtigten Unterschriften innerhalb von 3 Wochen sammeln. Das sind nach aktuellem Stand ca. 65.000. Eine ganze Menge, aber das werden wir schon schaffen. Diese Initiative für das Transparenzgesetz ist, da haben sich zusammengefunden der Karlsruher Blue Computer Club, wo du auch Teil von bist, Transparency International und Mehr Demokratie e.V. Wie seid ihr da eigentlich zusammengekommen? Was war sozusagen der Ursprungsgedanke, das zu machen? Ja, das ist eine schöne Frage. Da bin ich so ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Es trudelte bei mir eine Mail ein, da gibt es so ein paar Leute, die haben da so ein Transparenzgesetz bei Wickel. Geh doch da mal vorbei. Und jetzt ist dann eine der Urforderungen des Chaos Computer Club, ist also die Forderung nach einem elektronisch lesbaren Staat. Die hat Mao Holland schon 1982 aufgestellt, als für viele, die heute so in politischen Positionen sind, Computer noch Teufelszeug waren. Und gut, wir haben uns dann zusammengesetzt und das ist auch ein, ich sag mal, die Mehrdemokratie-Leute haben ja auch das Wahlgesetz geändert, die haben den verbindlichen Volksentscheid durchgebracht und da haben wir uns halt gesagt, okay, die verstehen ihr Handwerk, wir verstehen was von Daten und von Internetkampagnen und so weiter und so fort. Wir wollen an diese Daten ran, an diese ganze Open-Data-Geschichte, da sind wir dabei. Du hattest eben so ein schönes Beispiel, das wir vorhin gesprochen hatten, von dem vom Bundeshaushalt, den man ja irgendwie runterladen kann, aber da kann man dann nichts mitmachen. Also das, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Ja, also es gibt die Webseite offenerhaushalt.de. Da haben Aktivisten von der Open Knowledge Foundation sich Haushaltsdaten genommen oder besorgt, weil so leicht kriegt man die nicht, komme ich gleich zu, und haben die visualisiert. Da sieht man ein Klötzchen, Arbeit und Soziales ist jetzt so ein großer Bereich, Rüstung ist so ein großer Bereich und so weiter und so fort. Und der Hamburger Haushalt zum Beispiel, das war so einer der Gründe für mich da auch mitzumachen, als PDF kann man den runterladen und ausdrucken, das ist dann so ein mannshoher toter Baum. Damit kann man nicht wirklich viel anfangen aus Hacker-Sicht in meiner Sichtweise, sondern ich will Rohdaten, ich will eine Excel-Tabelle. Und diese Excel-Tabelle muss ja irgendwo existieren bei der Stadt. Wir haben 3 Wochen lang hinterher telefoniert, mit 4 verschiedenen Leuten Anfragen gestellt nach Informationsfreiheitsgesetz und dann 25 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlt, damit wir diese Datei bekommen. Und was einfach da taucht dann auch der Gedanke auf, warum? Und wenn das Transparenzgesetz durchgesetzt werden würde, dann würde diese Excel-Datei sowieso pflichtmäßig im Netz stehen müssen und jeder könnte sich seine Kuchen, die er damit ausbasteln, sozusagen, ne? Genau, wir drehen also die Hohlschuld der Bürger, die wir im Moment haben nach Informationsfreiheitsgesetz, drehen wir um und sagen, der Staat, beziehungsweise in dem Fall die Bürgerschaft und die Verwaltung, hat eine Bringschuld. Die müssen alle Daten, die mit öffentlichen Geldern bezahlt werden, öffentlich machen und ins Netz in ein zentrales Register stellen. Zwischenapplaus, bevor wir jetzt quasi zu unseren Anliegen kommen, wie Sascha sie ja auch eben schon mal an den Beispielen dargestellt hat. Also ich würde es auch begrüßen, ich bin vom Beruf Journalist, ich habe auch, also man hat ja auch noch ständig mit Haushaltsdaten zu tun. Also ich erinnere mich daran, dass ich mal den Kulturhaushalt mir runtergeladen habe, um rauszukriegen, was geben die eigentlich, was schießen die immer zu der Elbphilharmonie zu. Das war tatsächlich ein ganzer Nachmittag Arbeit, um am Ende rauszukriegen, ja, es sind 44% vom Doppelhaushalt, vom letzten Doppelhaushalt, die quasi in die Elbphilharmonie gehen, von der Kulturbehörde 44% der Gesamtausgaben der Kultur. Das wäre natürlich sehr bequem, wenn man das gleich als Excel-Datei hätte. Und dann würde ich dir das rüberschicken, du wirst mir das gleich
umwandeln oder so. Aber entweder Stichwort Elbphilharmonie, damit geht ihr ja auch so ein bisschen rum und sagt, das wäre zum Beispiel, wenn es das Transparenzgesetz gegeben hätte oder gäbe, dann wäre das anders gelaufen mit der Elbphilharmonie. Kannst du da was zu sagen? Ja, wir haben das Ganze, also es ist jetzt nicht so, dass da sich 43 Gesetze ein Gesetz geschrieben haben, sondern unser juristischer Berater ist ein Bundesverfassungsrichter AD, der 12 Jahre Verfassungsgericht hinter sich hat. Der hat uns das Ding um die Ohren gehauen und hat es komplett mit uns auseinandergenommen und juristisch sicher gemacht. Und wir haben immer ein bisschen darauf hingearbeitet, auch, dass wir, wenn das Gesetz durchgeht, wir auch nachträglich die gesamten Verträge der Elbphilharmonie auf den Tisch bekommen. Die sind dann veröffentlichungspflichtig. Und so ist es halt bei vielen Bauvorhaben, auch wir haben zum Beispiel auch, weil ich da schon der Böse angeguckt bin, bei vielen Bauvorhaben, bei vielen, was momentan noch hier ein Thema ist, wäre es also so, dass diese ganzen komplizierten Bauanträge, Genehmigungen, alles, was da irgendwo hinterhängt, veröffentlichungspflichtig wäre. Also, das wäre jetzt mal meine Frage. Jetzt haben wir es hier zum Beispiel bei den Beispielen Elektrolux-Gelände an der Max-Brauer-Allee, Ecke-Holstenstraße oder alte Ehemann-Gewürzmühle in der Dorfstraße. Das sind ja Gelände, die von Privat in Privat verkauft worden sind. Da finden irgendwie Reichtümerwechsel statt. Da würde ich jetzt mal vermuten, das fällt erstmal nicht in das Transparenzgesetz. Das dienen die unter sich aus. Wie ist das denn mit so Bauanträgen, Baugenehmigungen, Bauvorbescheide etc.? Und der Bebauungsplan und Geodaten etc. alles auch ins Bundesgesetz fallen würden, weil es ja mit Steuergeldern finanziert wird. Dann noch ein Beispiel vielleicht aus unserem jetzt anvisierten Gelände Neue Mitte Altona. Ich habe es hier vergessen, aber ich finde es jetzt bestimmt in meinem Wirrwarr. Genau, das ist ein tolles Dokument, das ist veröffentlicht worden. Das heißt, ich weiß gar nicht, ist es veröffentlicht worden? Ich habe es jedenfalls zugeschickt bekommen. Also irgendjemand hat es mal bekommen, vielleicht ist es auch gar nicht öffentlich. Das heißt, Eckpunktevereinbarung zur Festlegung der wesentlichen Inhalte der noch abzuschließenden Vereinbarung städtebauliche Verträge nach der Wille zur Abwendung einer förmlichen Festlegung einer möglichen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach 165 Hamburg-Altona ist gar nicht so, nur 16 Seiten. Es ist kurz gesagt eine Vereinbarung, das kann ich kurz erzählen, zwischen der Freien, also der FH, der Freien Stadt Hamburg, Stadtbildungsbehörde und den Investoren auf dem Gelände Neue Mitte Altona, Aurelis und Holzmusik, also Karlsberg, plus die DB Netz AG, der ja noch der Bahnhof gehört, der ja noch im Betrieb ist. Und die haben sich quasi in dieser Eckpunktevereinbarung darauf geeinigt, wie sie das Gelände so ungefähr planen wollen, um zu verhindern, dass es zu dieser stadtentwicklungspolitischen Maßnahme kommt, die für die Investoren viel härter wäre. Ich mache es mal ganz kurz. Was ich jetzt wissen will von dir ist, da gibt es lauter so Schatzungen drin. Zum Beispiel total interessant, Kostenbeteiligung. Habe ich jetzt mal hier so, wir haben jetzt keine Kamera, aber vielleicht kann man das sehen, diese schwarzen Balken hier. Die ersten drei Zahlen sind geschwärzt und darunter steht, die übrigen Kosten dieser Maßnahmen trägt vorbehaltlich des Beschlusses der Hamburgischen Bürgerschaft Hamburg. So, und was die für Kosten tragen, ist geschwärzt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Kann man sowas dann nach dem Transparenzgesetz vielleicht dann im Internet sich runterladen? Oder würde das angeschwärzt werden? Nein, also wir müssen uns natürlich mit dem Landesgesetz an die Regelungen halten, dass Bundesgesetze natürlich drüber stehen. Das Persönlichkeitsrecht steht drüber, das teilweise auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte. Was wir explizit drin haben, ist, dass Betriebsgeheimnisse und Geschäftsgeheimnisse nicht veröffentlichungspflichtig sind, aber wenn sie in einem Vertragswerk auftauchen, müssen sie markiert werden als Betriebsgeheimnis und dann kann der Datenschutzbeauftragte angerufen werden, der dann beurteilt, ist das wirklich ein schützenswertes Gut. Das heißt, die können nicht von sich aus sagen, Geheimhaltungspflicht ist ein Geschäftsgeheimnis, deshalb können wir es nicht veröffentlichen, sondern der private Vertragspartner mit der Stadt muss das anzeigen und dann wird halt ohne diesen Teil veröffentlicht. Zahlen und Preise und Kalkulationen in einem Vertrag sind explizit kein Geschäftsgeheimnis, die müssen veröffentlicht werden. Aber das ist ja kein Vertrag, das ist ja nur so eine Vereinbarung, da fließt ja nicht viel von einer anderen Zeit. Auch da ist es ja keine, ist ja eine Vereinbarung mit der Stadt, in der festgeschrieben wird, dass die Stadt unter Umständen Kosten hat. Mhm. Und dementsprechend wäre das nicht schützenswert. Ah, okay. Was die Stadt sozusagen Herrn Wirzer im Jahr gibt für Beteiligungsverfahren, das muss dann auch im Netz stehen. Genau. Dann wünschen wir euch ganz viel Glück und viel Erfolg und stimmt mit ab, würde ich sagen, wenn es soweit ist. Wenn ihr das nicht getan habt. Ich möchte noch mal ganz kurz
weil ich es noch nicht geschafft habe, in den Initiativen vorbeizugehen. Rechtorfstadt hat uns massiv unterstützt, das Gängeviertel hat massiv gesammelt. Alle, die hier sind, die unterschrieben haben, die gesammelt haben, vielen, vielen Dank und treibt es bitte weiter in die Initiativen. Stadtschreiber hier schon ein bisschen unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschte. Nee, ich habe nur Angst, nicht fertig zu werden bis zum Ende der Veranstaltung. Aber keine Angst, wir haben noch ein bisschen. Wir sind jetzt nämlich auch schon mit dem zweiten Block zu Ende und kommen zum dritten Block. In diesem Block wollen wir unter anderem gemeinsam mit euch ein wenig in die Zukunft schauen. Und wer könnte das besser tun als der wunderbare Manu Huerte? Direktes Wort an Manuel und an unsere bezauberte Christine. Ja, wunderbar. Ja, machen wir kein Päuschen, kein Brauchpäuschen. Ich weiß nicht, ihr habt ja alle etwas auf einen Zettel geschrieben. Ja, was bringt die neue Mitte Altona zum Platzen? Was bringt die neue Mitte Altona zum Platzen? Und da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Aber vorher haben Christina und ich uns überlegt, wie können wir überhaupt mit diesen schwierigen Problematiken klarkommen. Und da haben wir uns einfach gedacht, es geht ja auch darum, mal einen Ausblick auf das nächste Jahr zu werfen, wenden wir uns einfach mal an echte Profis, an Leute, die einfach auch in die Zukunft schauen können, an Hellseher, ans Astro-TV. Wir haben da so ein kleines Hündchen vorbereitet. Nicht anmachen, auch nicht anmachen. Christina, du brauchst auch ein Mikro. Christina, erklär doch mal kurz, was du da gefragt hast. Man muss dazu sagen, Christina hat da angerufen. Also es war schon ein besonderer Tiefpunkt in meinem Leben, dass ich dort angerufen habe. Es war wirklich eine Situation, in der ich schon sehr verzweifelt war. Ich wirklich gefragt habe, hat es eine Zukunft? Bekommen wir noch Plätze für unser Gewerbe? Und ja, es war mal mehr oder weniger fruchtbar. Film ab, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich. Also sie hat nicht viel gesagt. Ja, das war mir. Das war mir. Hallo, ja. Hallo. Expressberatung. Was heißt Expressberatung? Sie kommen hier super durch, hallo? Katja, hier mit dir spreche ich. Tarotin habe ich in der Leitung. So. Schönen Abend, Sie sprechen zu Ihnen. Also, ganz schnell jetzt, ich frage ganz schnell. Ihre Frage bitte und Ihren Namen. Da habe ich sie mal gefragt, wie es mit der Zukunft weitergeht mit Altona. Mit dem Masterplan aufhalten können. Nochmal? Ich kann jetzt hier keine lebenslängliche Beratung machen. Lebenslänglich heißt für mich, wie geht mein Leben weiter? Das ist in der Verkaufsbekarte. Das ist eine Frage, wissen Sie was, da gucken Sie am besten auf Ihre Karten, ja? Also wie Sie sich verhalten, das ist Ihre Entscheidung, das nehme ich hier nicht ab. Was Ihnen im Moment im Wege steht, liegt das Selbstbewusstsein hier in der Kristallkugel. Das ist ja das, ich weiß, und du bist ja in dieser Zwickmühle drin und für uns ist es auch schwer. Ja, bei 25 würde ich auch ausflippen, sag ich dir ganz ehrlich, ja? Und deswegen muss ich uns jede Woche auf. Das nicht gefallen. Wirklich nicht. Setzen Sie sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr. Das ist ein ganz wichtiges Kampf. Nehmen Sie einfach Ihre Girlpower. Nehmen Sie Ihre Kämpfen Sie für Ihr Recht. Das kann doch nicht sein, dass in der heutigen Gesellschaftsform, in der wir alle gezwungen sind zu leben, wenn Muskeln auch andere Mittel und Wege haben, dass du die wieder irgendwo, sag mal, auf Deutsch gesagt, irgendwo hinbringst. Es ist für mich eine Frage. Ich finde das einfach, dass ich möchte eine schöne Frage haben, am liebsten, vielleicht wie geht es morgen weiter, aber nicht, wo sie sitzen. Das war traurigerweise ihr einziges Angebot. Dann löst doch mein Verein davon. Du denkst so viel. Damit bleibst du in der Bewertung stecken und dein Kopf platzt. Ich verstehe dich, aber du musst für dich erstmal Hilfe suchen, dass du dich da erstmal rauslöst, weil dir sind die Hände gebunden, da irgendwo zu helfen. Er versuchte es rein spirituell.
Was siehst du das, wie das jetzt glüht hier? Ich habe allerdings nichts gespürt. Das hätte ich gar nicht schon raus jetzt. Und was sie kassiert haben am Ende, war ein ganz großer Vertrauensbruch, eine Erniedrigung und Beleidigung ihrer Intelligenz. Ging das nochmal um die Würzung? Es gibt Sachen, da kannst du irgendwo hingehen, zum Roten Kreuz oder so, da gibt es Hilfe. Geh da bitte hin und schilder deine Lage. Vielleicht ist das irgendwie in Vergessenheit geraten. Dann geh bitte woanders hin und tu da bitte, dass du Gespräche führst. Das ist aber auch viel gemein. Sag ich ein Tief in der Blut. Ich habe es. Zieht mich nach links. Er hat doch nach einem Ort für uns gesucht. Klappt auf jeden Fall. Ja. Ich kann nicht immer Ihnen Zeitangaben geben. Ich habe eine Zeit gerade hier, Julia. Frau Kollegin, du müsstest ja ein bisschen zeigen, oder? Ich habe nur den Eindruck, du willst mir nicht zuhören und du hast es nicht begriffen, oder? Wir konnten uns gar nicht verstehen, ja. Nein, wir sind am Sendeschluss, ja. Alles Gute für Sie. Tschüss. Ja. Dann mach das. Tschüss. Tschüss. Ja. Sie sind irgendwann wollen wir auch. Gut, so richtig schlau wurden wir damals auch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, was machen wir sonst? Wir machen einfach eine echte Bürgerbeteiligung. Das fanden wir interessant. Wobei, das hier ist natürlich eine ganz eigene Art von Menschen. Deswegen haben wir euch gefragt, was bringt die neue Mitte Altona zum Platzen? Da waren viele interessante, sehr viele interessante Beiträge. Wer hat noch nichts gemacht? Wer hat noch nicht geschrieben? Super. Da noch? Da hinten jemand? Du noch nicht? Okay. Darf ich dich mal bitten? Du, ja? Du darfst das nachholen. Nicht schlimm. Die Frage ist, was bringt die neue Mitte Altona zum Platzen? Das ist die Frage. Kannst du dir schon mal überlegen, was bringt die zum Platzen? Wie kann man das verhindern? Ich gebe dir mal den Zettel und schreib doch bitte schon mal mit diesem Schiff einfach da, einfach ganz knapp, ganz präzise in einem Wort, schreibst du einfach deine Idee da rein, zeigst du mir. Und ja, wir haben natürlich das Gleiche gemacht, wie die Politiker das machen mit dem Bürgerbeteiligung und Befragung. Kann ich mal so einen Film zeigen? Ich habe da was vorbereitet. Als eben die Vorträge hier liefen, habe ich mich eurer ganzen Dinge angenommen. Das wäre jetzt der Moment für den Film. Ich habe auch was geschrieben. Was hier passiert, ist ein Ritual. Eure kollektiven Wünsche werden dem Äther übergeben. Ja, wir können das besser als die von Astro TV. Und was da am Ende übrig bleibt, das ist das hier. Das sind eure kollektiven Wünsche, eure kollektiven Ideen, wie man die neue Mitte Altona verhindert. Jetzt habe ich mal eine Frage, hast du auch deinen eigenen Vorschlag schon fixiert? Falte den Zettel bitte einmal in der Mitte. Falte ihn nochmal in der Mitte. Alles Schrott. Alles Schrott? Hast du das nicht gemacht? So, darf ich den Zettel mal kurz haben? Den Stift nehme ich auch mal an dich. Und ich werde dir jetzt helfen, deinen Wunsch zu transformieren. Okay? Normaler Zettel, man kann nicht durchgucken, ihr habt ihn alle gesehen. Wieder einmal bitte die Instrumente. Ja. Also, was ich dringend brauche, ist tatsächlich die Pinzette. Und ich hoffe, das sieht jetzt so schnell keiner, das ist ganz wichtig. Liebe Freunde, ich werde jetzt auch deinen Wunsch transformieren. Ich werde auch deinen Wunsch dem Äther übergeben. Halleluja. Weißt du, was du dir gewünscht hast? Oder kennst du deine Lösungsvorschläge? Nicht sagen. Okay, ich tue das jetzt mal mit dazu. Und jetzt bist du Teil des Ganzen. Ich weiß nicht, fühlt sich wahrscheinlich schon besser an. Das Gute ist, du bist jetzt nicht mehr alleine.
Und es ist so, viele Menschen können jetzt auf deine Wünsche, auf deine Informationen zugreifen. Ich möchte mal bitten, du kennst hier wahrscheinlich einige Leute, tipp mal auf irgendjemanden, den du gar nicht kennst. Irgendjemanden, den du gar nicht kennst. Wahrscheinlich wirst du ihn auch nicht kennenlernen, weil du ihn jetzt antippst. Such dir irgendeinen aus. Der hinter dir, das ist eine schlechte Wahl, weil der könnte gesehen haben, was du geschrieben hast. Und war davongekommen, mein Freund. Such dir jemanden aus, was der hilft, bitte. Möchte ich ein Sozio... Okay, super. Komm mal nach vorne. Super. Das ist auch eine gute Wahl. Dieser Herr ist auch für Luxe und Konsorten. Super. Guten Tag, schön, dass du da bist. Wie heißt du? Ja. Christiane. Christiane, Tobias, Tobias, Christiane. Christiane, ich möchte dich jetzt bitten, konzentrier dich auf deinen Lösungsvorschlag. Tobias, versuch mal, Christiane in die Augen zu schauen und versuch mal zu erraten, was sie denkt, was sie will, wie ihre Vorschläge sind, wie ihre politischen Visionen sind. Das sieht gut aus, aber ich glaube, es bringt nichts. Hast du was entdeckt? Pass auf, wir machen was an. Ich habe hier was für dich. Und dann. Komm, ich bin durchlaufen, ich lasse schon. Ups, hier. Schau bitte die Augen. Schau bitte die Augen. Ist das cool? Gib mir die Kugel. Diese Kugel ist ein Energieverstärker. Richtig, schau mal in die Kugel hinein. Kannst du irgendetwas in der Kugel sehen? Ja, verschwommen. Schau in die Kugel hinein, was siehst du? Ich sehe Energie. Du siehst Energie. Ja. Du siehst in dieser Kugel Energie. Darf ich dich mal fragen, kommt das ungefähr dem nahe, was du, ja, Energie? Was hast du genau gedacht? Und wie kommen wir zu Energie in dem Fall? Du hast Energie als sozusagen als zentrale Idee deines Ganzen. Energie. Und du hast Energie in dieser Kugel gesehen. Unglaublich, meine Damen und Herren. Wahnsinn! Dankeschön! Du siehst schon, es macht Sinn, Teil eines Ganzen zu sein. Es macht Sinn, sich in Gruppen zu organisieren. Und wir machen jetzt mal weiter mit ein paar Textbeiträgen. Wir werden uns nachher noch diese Asche anlegen. Wir werden nachher ein Ritual machen. Es wird nackte Körper zu sehen geben. Und wir werden komplett durchdrehen. Damit machen wir weiter mit dem dritten Block, der da heißt Wünsche und Bedarfe im Stadtteil. Und da haben wir sozusagen mal drei verschiedene Fragen zu. Nämlich einmal, welche Räume brauchen wir eigentlich? Wie kann man eigentlich herausfinden, was Bedarfe und Wünsche in einem ganzen Stadtteil überhaupt sind? Und das dritte wäre eben, was könnten so Instrumente überhaupt sein, um die dann auch durchzusetzen bzw. wirklich werden zu lassen? Und den Anfang macht Effi, die Kai und Tobi und Petra befragt. Und letztes Jahr Dezember, kurz vor der Veranstaltung, der ersten Veranstaltung im Electrolux, habe ich einige Mitstreiterinnen gefragt, wieso sie das Projekt unterstützen, günstige Räume selbst gemacht und welchen Anteil sie dabei zeichnen, Electrolux und Konsorten zu sein. Aus den Statements, die sie damals gegeben haben, könnte man herauslesen einen Wunsch, der sich darin ausdrückt, anders zu arbeiten und damit verbunden, anders zu arbeiten, bedarf auch andere Räume. Und zu diesem Statement möchte ich erneut nicht die gleichen, teilweise die gleichen Mitstreiterinnen befragen, was das aus ihrer jeweiligen Perspektive, aus dem Gewerbe, den sie betreiben, genau bedeuten kann. Was können wir uns vorstellen? Anders zu arbeiten, bedarf andere Räume. Tobi, du hast eben gezaubert. Wünsche von anderen, vielleicht kannst du zu dir kommen? Ja, also mein Wunsch wäre, dass diese Werkstatt, wo ich 15 Jahre gelebt und gearbeitet habe, noch stünde. In
bin der Staat, Fiete. Treibt es mir die Neidesröte ins Gesicht, wenn ich die Hagenstraße höre, wo es um Beteiligungsverfahren geht. Bei uns gab es kein Beteiligungsverfahren, als wir die Kündigung im Briefkasten hatten und in irgendeinem Hinterzimmer im Bezirk beschlossen wurde, dass die Herren Essen aus der Stahltüte jetzt ihr Bauprojekt dort starten durften. Letzten Endes ist bis heute da nichts gebaut und das Ganze ist ein Parkplatz geworden für Herrn Markus Lanz, der sein ZDF-Studio daneben betreibt, damit die ganzen Porsches und Q7 und so nicht auf der Straße stehen müssen. Das war 15 Jahre, sage ich mal, der Ort, wo ich gearbeitet habe. Arbeiten ist in dem Fall eine Motorradwerkstatt, die immer auch eine Selbsthilfe anbietet, also Möglichkeiten für Leute günstig, sage ich mal, davor zu sein und sich das Motorradfahren erlauben zu können. Unsere Kundschaft gehört halt nicht zu den zahlungskräftigen Klientel der Zahnärzte und Tradifahrer. Somit kommt es bei uns natürlich darauf an, günstigen Gewerbetraum zu haben, um halt eben so zu arbeiten, um unsere Dienstleistungen so anbieten zu können, dass sie halt für den Kunden und letzten Endes auch dann für den Stadtteil attraktiv sind. Okay, das heißt, ich fasse zusammen, eine etwas andere Schreiberwerkstatt und dass auch Leute, die selber in ihren Motorrädern basteln können, dass sie das überhaupt die Möglichkeit haben, auch nahe, und zwar nicht irgendwo außerhalb von Hamburg, sondern in ihrem Stadtteil auch. Kai, dürfte ich dich auch in die Runde bitten? Und zwar bastelst Instrumente, Lauten, Bauer, habe ich richtig gesagt. Was versprichst du dir davon, eigentlich in einer Produktionsassoziation zu arbeiten, also Gemeinschaft in einem Areal mit anderen Gewerbetreibenden? Ja, zunächst ist es ja mal so, dass Einzelunternehmer im Handwerk immer einen recht hohen Raumbedarf haben. Die brauchen den Platz zum Arbeiten, sie müssen ihre Maschinen irgendwo hinstellen, sie brauchen auch eine Lagerfläche und sie brauchen unter Umständen auch Aufbauungsfläche. Das ist schon mal relativ viel an Raum, den man einfach braucht und den man sich auch gut teilen kann mit anderen. Dann ist es ja auch so, dass wir oft sehr arbeitsintensive Produkte herstellen, also sehr viel Zeit dort reinnehmen. Und im Moment ist es so, dass wenn wir jetzt die Fixkosten, die wir aufbringen müssen, um unsere laufenden Kosten zu decken, plus die Arbeitszeit, die wir rein sind, wenn wir die normal kalkulieren würden, dann würde es kein Mensch mehr bezahlen, die Sachen, die wir herstellen. Also wenn ich eine Laute baue und die kostet mehr als 10-mal so viel wie eine vergleichbare gute Gitarre aus der Industrie oder aus günstig Lohnländern, dann versteht keiner mehr die Welt, warum soll er das bezahlen. Also das wäre schon mal das eine, dass man sagt, irgendwie, man bündelt den Bedarf an Raum, man bündelt die Ressourcen, um die Produktionspreise niedrig zu halten. Dann kommt aber noch was anderes dazu, dass ich möchte jetzt nicht nur arbeiten, um arbeiten zu können. Das heißt, ich möchte nicht nur arbeiten, damit ich meine laufenden Kosten decken kann, sondern ich möchte irgendwie auch ein bisschen mehr haben. Ich möchte leben und ich möchte vielleicht die Gesellschaft verändern, mich sozial engagieren, politisch engagieren und so weiter und so fort. Und da kommt jetzt der Begriff sozialer Mehrwert ins Spiel, den ich mir mit einem Konstrukt wie Lux und Konsorten vorhat, also kommunaler Gewerberaum, auch hoffe. Denn bei Lux und Konsorten haben wir gesagt, es gibt halt auch für soziales Engagement, für politisches Engagement den Bedarf an Raum, und zwar an materiellen Raum, an kommunikativen Raum und auch an Zeitraum. Und das erhoffen wir eben aus dieser Lux und Konsorten-Modell herauszuziehen in Zukunft. Okay, ich bedanke mich. Also, wir wollen, oder an deinem Beispiel sieht man, wir wollen nicht einfach nur billige Gewerberäume haben, sondern auch die Möglichkeit, in so einem Areal Räume zu haben, wo Menschen in Begegnung kommen, die sonst nicht miteinander zu tun haben und mehr einfach auch Leben, politische Arbeit über die eigentliche Arbeit auch hinaus möglich wird. Genau. Danke dir. Bleiben, Petra. Du betreibst ja ein Bildungsinstitut oder ein Bildungsträger, bist du tätig mit zwei anderen Konsortinnen.
Was zeichnet aus deiner Perspektive das andere, die andere Art der Produktion aus und wieso dann auch entsprechend andere Räume? Ja, wir sind ein kleiner Bildungsträger, der in erster Linie Erwachsenenbildung macht. Und zwar auch in erster Linie für ein Klientel, was in der Regel nicht so zahlungskräftig ist. Wir machen vor allen Dingen Weiterbildung rund um diese ganze Frage, Herausforderungen von der Einwanderungsgesellschaft, auch interkulturelle Weiterbildung, stärken aber auch gerade Menschen mit Migrationshintergrund darin, zum Beispiel ihre sprachlichen Fähigkeiten bezahlterweise und anerkannterweise einzusetzen. Aber in vielen sozialen Bereichen, für uns ist die Erfahrung, dass, gut, das ist allen klar, dass gerade in diesem Bildungsbereich in den letzten Jahren massiv gekürzt wird, dass viele Bereiche, also etwas öffentliche Förderung, das sehr eingestampft wird, eingedampft wird. Und für ihn, es fehlt ja immer der Herr Birzer, der hier als Moderator tätig war, wir eben auch nicht in so einem Segment arbeiten, wo wir 1.500 Euro am Tag bei irgendwelchen Moderationen abfragen können. Ja, und uns eigentlich nach wie vor das sehr wichtig ist, dass auch unter diesen ganzen Bedingungen Bildung nach wie vor nicht als Ware eigentlich funktioniert. Dagegen richten wir uns politisch, aber auch mit unserer Arbeit. Das heißt, wir machen da häufig Jobs, die nicht wahnsinnig gut finanziert sind, die ausschließlich Projektförderung haben. Umso wichtiger ist es für uns, eben günstige Arbeitsräume zu haben, die, ja, bei uns kommt es im Prinzip, wir funktionieren auch in so einem Kollektiv, das, was uns sozusagen an höherer Miete, was wir an höherer Miete haben, geht direkt weg sozusagen von dem, was wir monatlich verdienen. Und, ja, logisch, genau. Und was für unsere Arbeit aber auch besonders wichtig ist, ist eine Arbeit im Netzwerk. Das ist ja auch das, was Kai gerade gesagt hat, dass diese Art von Arbeiten, wir arbeiten jetzt schon seit 7 Jahren in einer sehr produktiven, unterstützenden Bürogemeinschaft zusammen, die aber auch immer mehr damit konfrontiert wird, mit einer unglaublichen Mietsteigerung. Hier, ja, und das ist eine Motivation für uns, dass wir uns auch bei Lux und Konsorten engagieren. Also führende Arbeit in Netzwerken, in größeren Zusammenhängen und vor allem aber auch mit der Möglichkeit, die Arbeit, die wir machen, die uns Spaß bringt, auch für Menschen mit eher wenig Kapital anbieten zu können. Okay, ich halte fest, also über das eigene Gewerbe hinaus mit anderen in Kontakt treten, auch Wissen dadurch transparent machen oder weitervermitteln. Und eine uns wohl allen bekannte, erfolgreiche Gegenplanung ist der Park Fiction. Und ich glaube, hier fand sich 1994, und Christoph, korrigier mich bitte, wenn du neben dem Zeichen noch Fehler in meiner Ansprache findest. Ich glaube, 1994 hat sich eine Gruppe von Künstlerinnen, Nachbarschaft der Ganztagsschule St. Pauli und der GWA zusammengeschlossen. Es wurden Wünsche und Bedürfnisse der Anwohnerinnen gesammelt. Es gab Skizzen zu einem Park. Und aus dieser recht vielschichtigen Zusammenarbeit ging dann das Projekt Park Fiction hervor. Und eben, es konnte erfolgreich der geplante Bau von Wohn- und Bürogebäuden an dieser Stelle verhindert werden. Und wir waren mit Sicherheit alle schon mal im Park Fiction und haben uns sehr darüber gefreut, dass das funktioniert hat. Jetzt möchten wir aber gerne zu einer aktuellen Wunschproduktion kommen, und zwar zu der Initiative Unser Areal. Und Maike wird sich mit den beiden unterhalten. Genau, Unser Areal ist da. Ich habe, als wir uns früher unterhalten haben, kennengelernt oder gelernt, dass unser Areal ein Oberbegriff ist. Es gibt die Keimzelle, es gibt die, das Areal der Wunschproduktion und es gibt noch die Leute Real. Und jetzt haben wir hier zu Besuch Dagmar und Klaus und vielleicht Klaas, Entschuldigung. Und vielleicht sagt ihr ganz kurz nochmal was zu eurer Struktur und dann nochmal zu eurer aktuellen Geschichte. Ja, ich glaube, wenn es den Rahmen sprengt, dann. Aber tatsächlich die Frage, wie seid ihr inspiriert von der Wunschproduktion, die wir mit dem Park Fiction erleben konnten? Das gelungene Ergebnis hat Katrin erzielt. Und wie seid ihr sozusagen inspiriert? Wie sieht eure Wunschproduktion aus am Areal in der alten Rindermarkthalle? Also, das ausführlich darzustellen, würde das wahrscheinlich wirklich jeden Zeitrahmen sprengen. Die Wunschproduktion hat eigentlich, wie Christoph Schäfer eben schon so schön gezeichnet hat, auch bei uns mit einem Nein angefangen. Nein zu einem Beteiligungsverfahren, das kein Beteiligungsverfahren ist, sondern sich eben so darstellte, wie das hier schon mehrfach geschildert worden ist. Da gab es eine Auftaktveranstaltung, die von den Anwohnerinnen und Anwohnern in dem Gebiet um die alte Rindermarkthalle in St. Pauli umfunktioniert worden ist, unter anderem zum Startpunkt einer Wunschproduktion, in dem dort schon Wünsche für das Areal gesammelt wurden.
daraus haben sich dann eben diese verschiedenen Initiativen entwickelt aus dieser ursprünglichen Wunschproduktion. Und es war eine Zeit lang so, dass das Nein etwas dominant war. Und ich denke, das Nein begleitet so eine Wunschproduktion auch notwendigerweise eine ganze Zeit lang. Daraufhin hat sich dann erstmal eine Initiative konkret eben mit politischen Problematiken beschäftigt, das waren die Leute real. Dann entwickelte sich später wieder eine verstärkte Wunschproduktion, das ist eben das, was wir jetzt immer noch als die Wunschproduktion bezeichnen. Und als Ableger daraus ist die Keimzelle auch entstanden. Die Keimzelle ist ein kleiner sozialer Garten im Karolinenviertel, der den Anspruch hat, größer zu werden, und zwar auf dem Areal der alten Rindermarkthalle. So viel zur Struktur. Das Ganze ist dann im Zusammenhang mit den Planungswürfeln, die wir auf dem Bild sehen, die jetzt auf dem Areal stehen, wieder unter dem Gesamtdach unser Areal zusammengefasst. Okay, also jetzt aber nochmal zurück zu Herbst 2010. Ihr startet die Befragung, ein Teil der Wunschproduktion. Wie stelle ich mir das vor? Also wie viele Fragebögen habt ihr verteilt im Viertel? Wie sind die Fragebögen sozusagen nochmal so angedockt an den alten Slogan, die Wünsche verlassen die Wohnung und kommen auf die Straße? Wie seid ihr da vorgegangen? Also eigentlich sind wir ganz einfach vorgegangen, indem wir 18.000 Fragebögen an die einzelnen Haushalte verteilt haben. Davon sind auch ziemlich viele zurückgekommen. Also wir haben insgesamt um die 600 Antworten gekriegt. Das ist nicht nur auf Papier, sondern auch online geschehen. Das ist ein Prozess, der im Prinzip auf Dauer angelegt ist, weil diese Fragebögen online auch weiterhin ausgefüllt werden können. Wie viele Leute wart ihr, dass ihr so viele Fragebögen in die Welt bekommen habt? Deutlich zu wenig. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, wie viele wir waren. Also ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass wir alle ziemlich an unsere Kräfte, an die Grenzen unserer Kräfte gegangen sind, Verteilereien. Also um sich das nochmal praktisch vorzustellen, ist es ein zweiseitiger Fragebogen, es sind alles offene Fragen. Der Fragebogen hat zwei Ziele, würde ich so, obwohl ich erst später dazu gekommen bin, sagen. Das eine Ziel ist ganz klar, den Kopf zu öffnen. Den Kopf zu öffnen für das Wünschen. Wie wir hinterher gemerkt haben, auch wünschen, das muss man lernen. Also zu sich Ideen, Rückgriff auf Bedürfnisse zu gestatten, die an was anderem als diesen herkömmlichen Ordnungen interessiert sind und sich daran ausrichten, an diesen Ordnungen, ich muss meine Arbeitskraft irgendwo verkaufen und ich muss meine Nahrungsmittel und meine Güter kaufen. Und dieser Fragebogen hatte eben das Ziel, ich gehe einmal in so einen eigenen Dialog miteinander, mit mir, und versuche mal wegzukommen von diesen Zwängen, so zu denken. Und das andere war natürlich, wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wir haben dieses Wir planen alle da. Das war ja das Ergebnis dieses Neins gegen den behördlich verordneten Planungsprozess. Mit der Utopie dahinter, jeder spricht nur für sich selbst, wir machen Politik in der ersten Person. Das heißt also auch, wir machen Inhalte, die aus unseren eigenen Bedürfnissen abgeleitet werden. Und darüber wollen wir alle zusammen in ein Gespräch kommen. Und die Fragebögen sind ein Instrument gewesen. Also man kann sie sich, wie gesagt, online angucken. Das lohnt sich total. Ich würde gerne noch mal auf eine Frage zurückkommen, die die letzte in eurem Fragebogen war. Das war sozusagen die, also was brauchst du, um aktiv an der Planung teilzuhaben? Was für uns noch mal interessant ist, tatsächlich jetzt auch für eine Kriterien zu sammeln für eine Gegenplanung. Also was habt ihr da an Antwort bekommen? Also wir haben die Antworten nicht ausgezählt im Sinne, dass wir eine Strichliste gemacht haben. Das möchte ich mal vorausschicken. Es gab so ein paar wesentliche Blöcke. Also eine Antwort, die ich persönlich zum Beispiel ganz schön fand, war die Antwort, ich möchte gefragt werden. Vielfach wurde gesagt, ich brauche Zeit. Sehr realistisch dürfte auch die Einschätzung sein, ich brauche Geld. Und auch die Motivation war oft was offensichtlich wohl gefehlt hat. Jedenfalls wurde so Sachen wie ich brauche einen Tritt in den Arsch auch genannt. Okay, also da werden wir auf jeden Fall nochmal drin stöbern, sozusagen auch nochmal bei den ganzen Überlegungen, was braucht es eigentlich? Achso, was Klaas eben wieder gegeben hat, das sind die Antworten in den Fragebögen. Ich glaube, man sollte jetzt nicht vergessen,
dass man davor ja einen Konflikt braucht. Also man muss irgendwas haben, was das eigene Herz berührt, die eigenen Bedürfnisse berührt, die Interessen berührt. Der ist natürlich nicht zu vergessen dahinter. Sonst sind die Leute nicht dabei. Warum sollten sie? Trockenübung ist nicht angesagt. Mhm. Ja, den Konflikt, jetzt nochmal zu unserem Thema heute Abend, die sogenannte neue Mitte Altona. Der Konflikt ist ja da und der gehört an verschiedenen Stellen. Und was denkt ihr, reicht es ein Konflikt? Und aber auch die Frage, wie übertragbar ist eine Wunschproduktion, wie ihr sie jetzt für das Areal, also um die Rindermarkthalle, um das Gebäude selbst rundherum sozusagen gestartet habt. Und was denkt ihr, wie übertragbar ist das jetzt auf so ein, das große Areal, was wir hier in der sogenannten neuen Mitte vorfinden? Also das ist auch eine Frage, auf die es verschiedene Antworten gibt, die sich vielleicht sogar auch widersprechen. Also ganz theoretisch, denke ich, ist es sehr sinnvoll, dass man vor jedem größeren städteplanerischen Projekt so eine Art Wunschproduktion in dem Sinne, wie es Dagmar eben beschrieben hat, öffnen, Köpfe auch des eigenen Denkens durchführt. Wie die sich dann jetzt konkret entwickelt, ob das übertragbar ist, wage ich eher zu bezweifeln, denn nach wie vor wirklich ist dieses Nein auch immer noch relativ relevant in Bezug auf die ja immer noch vorhandenen Vorgaben. Die sind aber ja auch relativ ortsspezifisch. Insofern vom Ideellen her ist es grundsätzlich für auf alles übertragbar, denke ich. Aber vom Speziellen her muss sich für jeden Konfliktort, glaube ich, einen eigenen Prozess entwickeln. Ich würde noch das noch ein bisschen anders zuspitzen vor dem Hintergrund der Entwicklung auch der Wunschproduktion. Die haben wir vielleicht noch nicht so ganz geschildert, weil das was ganz Neues ist. Ein Teil der Wunschproduktion sagt jetzt, wir müssen mit unseren Wünschen fassbar werden. Wir müssen mit einer eigenen Gestaltungsmacht oder mit einem eigenen Gestaltungswillen auftreten und die Wünsche mal in Konzepte greifen, die bei den Menschen fassbar werden, wo sie gucken, sind denn ihre Herzen berührt. So will ich es einfach mal sagen. Also tatsächlich eigene Konzepte machen, die eine Chance haben gegen so aufgesetzte Konzepte wie die Planung eines neuen Einkaufszentrums jetzt auf unserem Areal, eine Chance haben dagegen, die Leute zu erreichen. Und insofern würde ich sagen, wenn ich auf das jetzt nach Altona gucke, man muss was sinnlich Fassbares machen, die Wünsche müssen nicht nur aus den Köpfen rauskommen, die müssen auch die müssen eine sinnliche Ebene erreichen. Und ich glaube, dazu gehören dann echt auch die Konzepte, mit denen man durch die Gegend zieht und die Leute mitnimmt. Nicht zu vergessen natürlich dieses Nein, also dieser Schutzwall gegen eine behördlich aufgezwungene Planung, der einen sonst platt macht. Und wir haben ja nicht umsonst auch die Keimzelle in unserem Projekt. Und das ist sowas wie ein Element, das das Ganze auch ein Stück weit nicht nur anfassbar, unsere Besiedlung des Grundstücks anfassbar macht, sondern auch ein Stück weit neben jeder Spur ist. Neben jeder Spur. Und ich glaube, das würde ich von meinem Hintergrund, meiner Erfahrung aus der Anti-AKW-Bewegung auch sagen, für Altona wäre das für mich sowas, wo ich denke, vielleicht ist es ein verallgemeinerbares Element, auch was zu haben, was neben jeder Spur ist. Insofern gehen wir jetzt mal eine Ebene nach oben, weil Rolf tatsächlich in diesem Workshop eine Idee also für ein Instrument vorgebracht hat, mit dem bestimmte Grundlagen geschaffen werden könnten, um diese ganzen Bedürfnisse und Wünsche auch tatsächlich zu verwirklichen. Ja, okay, das Mietshäuser-Syndikat, das kommt ja auch aus der Hausbesetzerbewegung, ursprünglich mal, ist mit dem Gedanken der Selbstverwaltung eng verbunden, selber bauen ebenfalls. Und wir haben dich einfach mal so im Frühsommer gefragt, wie wäre es mal, wir fordern keine Partizipation, wir lassen die da einfach machen, die Investoren, und im Gegenzug müssen die sowas wie eine Sozialabgabe oder Sozialausgleich zahlen, in Gestalt eigener Flächen, Ressourcen, Mittel zur Verfügung und sowas. Und da war die Frage an dich, was hältst du davon? Und dann hast du gesagt, so, ja, Agentur für Ausgleich, was hast du dabei gedacht? Ja, erstmal
Kurz heißt das ja Haarfarben. Das ist so Abschreibung für Anlagen. Sprich, wir wollen da was abschreiben, das ist nicht unbedingt fiskalisch, sondern was da politisch vielleicht so ein bisschen im Argen liegt. Das zum einen, dann waren jetzt eben die Leute real. Hier, ich bin jetzt der Realautonome, ich soll ein bisschen Realpolitik hier reinbringen. Diese Agentur für Ausgleich war eigentlich nur eine Skizze. Vor dem Hintergrund, Sachen auch zu fordern. Nicht immer nur Nein zu sagen, was eben kam, sondern auch Ja. Ja zu ganz vielen Sachen, die wir gut finden. Und Ja zu Sachen, die wir vielleicht auch gemeinsam entwickeln können. Und gleichzeitig auch, da wir nun mal in diesem Staat leben, auch den Staat dafür in die Pflicht zu nehmen. Was unter anderem bedeutet, die Bewertung, wo Geld für ausgegeben wird, anders darstellen zu lassen. Und da waren dann so Gedankengänge, auch die Selbstverwaltung weiter voranzutreiben. Nur wiederum, ich gucke hier jetzt rum, weiße deutsche Mittelschicht zu 90%. Auch in unserem Mietshäuser Syndikatsprojekt sieht das nicht ganz anders aus oder nicht viel anders aus. Da gilt es natürlich auch anzusetzen, wie können Leute zur Selbstverwaltung oder Selbstorganisation angehalten werden oder anders gesagt, es muss dafür eine Institution vielleicht auch geben. Und in diese Richtung gingen auch die Gedanken, zum Beispiel einmal natürlich Investoren dazu aufzufordern, dass sie einen Teil des Kuchens abgeben, dass dieser Kuchen entweder ganz radikal uns, damit meine ich jetzt das Mietshaus-Syndikat, zur Verfügung gestellt wird, dass wir da schöne neue Häuser bauen können, so ganz in dem Rahmen von den 1530 Wohneinheiten, wir übernehmen dann 80. Dann weitere 80 zum Beispiel der Diakonie oder anderen sozialen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die gemeinsam mit Obdachlosen oder auch anderen Kreisen, die es nicht gelernt haben, selbstverwaltet sich darzustellen, dass die dazu angehalten werden oder angeleitet werden, eben selbstverwaltet aus dem Haus in die Wege zu leiten. Dafür muss Geld da sein, das Geld muss vom Staat kommen. Der Staat gibt Geld für bestimmte Sachen aus, die wir gut finden können, die wir nicht so gut finden können. Ich hätte den Vorschlag beispielsweise die Elbphilharmonie an E.ON und Vattenfall zu verkaufen, diese 500 Millionen für die nächsten 25,1% der Netze zu benutzen. Und andere Gelder werden dann auch zur Verfügung, um ja, in diese Richtung weiterzudenken. Das so als Skizze. Also uns hat dieser Gedanke für der Agentur für Ausgleich ja sehr gut gefallen. Und bei uns ist es zurzeit eine offene Diskussion, ist das sozusagen eher eine Lobby-Idee, eine Denkfabrik, also so eine Art Propagandamaschine, in dem Sinne, wie du es gesagt hast, um sozusagen kommunale Institutionen zu erziehen, also dass sozusagen die Stadt mal endlich ihren Job macht, oder redet man da eventuell auch eher über andere Institutionen, so eine Art Kontrasteg oder so eine Art Alternativ-BSU, also wo man tatsächlich abstoppelt, weil wenn wir sagen kommunalen Gewerberaum, steckt natürlich die Frage dahinter, wenn die Kommunen ihrem kommunalen Gedanken nicht mehr nachkommen, sondern darüber reden, auch über andere Institutionen zu reden. Wie ist das so in deinem Kopf bisher sortiert oder wie ist die Frage da für dich noch offen? Also bevor ich ein Haus kaufe, würde ich es auch eher besetzen. Also das wäre der erste Schritt. Wenn das nicht geht oder wenn das nicht mehr geht, dann kommt der zweite Schritt, dass wir das kaufen und gucken, wie wir das gemeinsam organisieren. Bei uns jetzt als Mietshäuser-Syndikat ist ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen Genossenschaften oder solchen Zusammenschlüssen, dass wir keinerlei Profitinteressen haben. Dass alles, was irgendwann, wenn die Häuser nicht bezahlt sind, überbleibt, die Miete sinkt nicht, sondern sie bleibt mal auf einem bestimmten Level, das fließt in neue Projekte. Und dadurch konnten wir, es gibt jetzt bundesweit 60 Projekte, die konnten wir zur Hälfte aktuell über Direktkredite, also Geld, was wir uns gegenseitig leihen, finanzieren. Und ähnlich angedacht, das hatte ich ja auch mal hier im Zuge des Mietenwahnsinns, da wurde ich dann belächelt für diese 4 Euro, die ich da ausgerechnet habe für einen Neubau. Ich habe ganz einfach nur die Förderrichtlinie der Wohnungsbaukreditanstalt genommen und da mal alle Fördermittel zusammengerechnet. Dazu gehören unter anderem 4 Euro den Quadratmeter anfangs, die den Investoren in den Hintern geschoben werden, auf Deutsch gesagt.
in unserem Fall ist der Investor, sind wir das selbst. Und solche Sachen gilt es auch auszunutzen. Und das auf der Basis von, ich glaube, 300 Euro den Quadratmeter für das Grundstück, kam einfach unten 4 Euro raus und nicht mehr. Und warum soll dann auch mehr bezahlt werden? Und genauso gilt es, so eine Forderung an die Stadt zu stellen, dass einfach eine andere Bewertung stattfindet. Was ist wichtig? Was sind die Partikularinteressen? Hier wurde jetzt von Partikularinteressen dieser Menschen hier oder speziell natürlich von euch, von uns und Konsorten gesprochen. Aber es gibt natürlich auch Partikularinteressen der Herrschenden. Und die werden ja auch immer durchgesetzt. Und das ist das, was letztendlich in der Politik aktuell gemacht wird. Und da gilt es mit Recht auf Stadt, mit euren Aktionen und vielleicht auch hier demnächst mit vielen anderen Menschen zusammen, sowas weiter voranzutreiben. Ja, kannst du mal ein Beispiel für ein Projekt geben, was ihr da gerade in Angriff genommen habt? Ein Beispiel für ein Haus? Ja. Ist das da in der Bernhard? Ja, wir haben zum Beispiel ein Haus in der Kemmelstraße gebaut, das ist schon fertig. Die anderen möchte ich jetzt nicht nennen, die in Planung sind, weil sonst da andere Baugemeinschaften, die andere profitable Interessen haben, da vielleicht zum Schlagen kommen. Okay, ich würde sagen, das war ein schönes Plädoyer, was du zum Abschluss für die Agentur für Ausgleich gemacht hast, und dass sie nicht einfach kommen wird, das ist uns klar. Und für diesen Zweck würde ich jetzt hier noch Olli zu mir auf die Bühne bitten. Ich würde gerne noch einen Satz sagen, weil mir das so aufgefallen ist. Ich denke, wir können die Galionsfiguren für so eine Bewegung sagen, so, wenn ich umblicke. Okay, dann. Also mit Lux und Konsorten wollen wir im nächsten Jahr ein Symposium veranstalten und dabei wird es unter anderem darum gehen, Fragen von, was könnte eine soziale Architektur sein, wie lässt sich Stadtplanung auf ein anderes Gleis setzen, und meine Frage an Olli konkret ist, du bist in der Vorbereitung mit drin, du bist sozusagen staatlich anerkannter Künstler, hast selber schon mal Häuser besetzt, hast auch schon mal Häuser von Grund auf saniert, hast sozusagen auch ein großes theoretisches Interesse im ganzen Kram. Was versprichst du dir von so einem Symposium? Na, ich glaube, die Idee an dem Ganzen ist ja, abseits dieser Veranstaltung hier, diese Planung in Altona vielleicht auch so weit zu öffnen, dass da Architekten und andere Planer, Fachschaften sozusagen daran teilnehmen können, und das wäre eigentlich so der Ansatz, dass man da versucht, einerseits so ein bisschen die universitären Strukturen vielleicht anzudocken und dann gleichzeitig aber auch eben Leute aus dem Stadtteil, die ein konkretes Interesse haben, da zusammenzubringen. Und das wird auf der einen Seite wahrscheinlich auch historische Ansätze geben, also nochmal tatsächlich einen größeren Bogen zu schlagen, was städtebauliche Prozesse waren, was überhaupt ein Begriff von Gegenplanung sein kann und wie sowas im Konkreten dann aussieht, da vielleicht Leute einzuladen, die da auch andernorts positive Erfahrungen mitgemacht haben, und das ist eigentlich das Frühjahr, sage ich mal, geplant. Dazu eine konkrete Nachfrage. Kennst du aktuell so, sage ich mal, Orte, die so Schnittstelle von Bürgerinnen, von Aktiven, von Wissenschaft und sowas gibt? Also ist sowas sozusagen herkömmlich schon da, oder hast du das Gefühl, da müssen wir mit dem Symposium was neu erfinden? Ich denke, da gibt es schon Anknüpfungspunkte, so konkret gegenwärtig bin ich da tatsächlich ein bisschen überfragt oder so, was da ein positives Beispiel wäre, wo das gut klappt, abseits von Einzelprojekten oder so Wohngruppendebatten, wo solche Sachen an einem Ort so durchgesetzt werden, aber für solche großen maßstäblichen Projekte muss man da, glaube ich, tatsächlich nochmal gucken, wie sowas einerseits durchzusetzen wäre und welche Art von Netzwerk oder Struktur das bedarf, wie man solche Leute da zusammenkriegt. Gut, die Frage der Zeit ist ja hier aufgetaucht, das ist sozusagen eine knappe Ressource, also bei der Frage der Bodenwertsteigerung, da fürchten wir, dass das im nächsten Vierteljahr, also deine Einschätzung, Mario, über die Bühne oder vielleicht so weit eingetütet wird, dass es sozusagen ein Sachzwang wird. Und auch bei Lutz und Konsorten ist es sozusagen ja auch immer wieder ein offener Widerspruch, dass man schnell sein will, was machen will. Und gerade so in deiner Brustweise schlagen da auch immer zwei Herzen, weil du zum einen sagst, dass du schnell wieder taugt es nichts. Und umgekehrt steckt man so im politischen Aktionszwängen manchmal drin. Und ja, wie fühlst du dich da sozusagen, das Symposium in 3 Monaten zu machen, wo du lieber das ein Jahr machen würdest?
Ich glaube, das ist eher so eine interne Debatte, die wir da die ganze Zeit haben. Und da geht es, glaube ich, eher tatsächlich darum, also wo kommt man zu so substanziellen Punkten oder so und wie reproduzieren wir vielleicht auch so die eine oder andere Sache, die wir in der Stadt gehört haben. Und also wenn ich so diesen Ansatz mit der Wunschproduktion zum Beispiel auf die Projektgrößen oder so einen sehr interessanten finde oder das ja auch über Jahre mitbekommen habe, denke ich tatsächlich, dass man da nochmal tiefer graben muss, was diese großen Projekte oder diese Sachen eben angeht. Und das ist ja auch so ein bisschen vielleicht die Überleitung dann zu dem, was wir uns da auch vorgestellt haben, was Christoph dann ja gleich nochmal sagen wird. Wir werden gleich uns die Live-Topografie von Christoph Schäfer angucken und danach wird es noch Auflösung der Asche, des Ascherätsels, des Aschekarma wird hier noch ausgestreut. Ja, jetzt geht es quasi, ich soll ein bisschen in die Kristallkugel gucken und so der schon gesagt, wir machen ein Symposium mit unseren Konsorten. Ich wollte auch so noch mal so ein bisschen das, was jetzt hier gefallen ist in den letzten zwei Stunden, mal so kurzschlussmäßig versuchen zu gucken, was könnte man da für Schlüsse rausziehen. Also, wir hatten eigentlich die Idee, und ich glaube, der können wir auch festhalten, dass wir sagen, für diese Gegenplanung Altona, die ja heute gegeben war, könnten wir auch mal einen Wettbewerb machen. Es werden immer Architekturwettbewerbe, Fassadenwettbewerbe, Stadtplanungswettbewerbe gemacht. Warum nicht mal sozusagen eine Expertise einfordern, aufrufen für so ein Areal, für so ein Riesenareal. Und ein Gedanke, Olli hat es schon angedeutet, war, naja, diese Sache mit der Wunschproduktion, was vielleicht bei Realmarkt geht, was bei Pulp Fiction noch so geht, lässt sich das eigentlich hochskalieren? Kann man jetzt eigentlich sozusagen in die Nachbarschaft gehen und sagen, wie stellst du dir denn vor? Oder ist das quasi das Riesenareal 75 Hektar? Da sollen, so wie es jetzt geplant ist, sollen da ungefähr so viele Menschen leben, wie in der Hafen City mal leben werden, wohnen werden. Da haben sie die Arbeit mehr vor allen Menschen, aber trotzdem eine Vorstellung davon zu haben, lässt sich eigentlich dieses kleinteilige, naja, ich plane hier, da hätte ich gern das, da hätte ich gern das, lässt sich das eigentlich hochskalieren auf 75 Hektar? Oder, das war so unsere Idee, braucht man da eine Expertise von Architekten, Stadtplanern und anderen Leuten, die sich auch mit Beteiligungsverfahren vielleicht auskennen und einmischen. Also sozusagen Wunschproduktion plus stadtplanerische Expertise gleich Gegenplanung, das ist so die Idee. Und das soll quasi münden in einen Wettbewerb. Wir machen einen Alternativwettbewerb. Das ist die Idee. Jetzt, nachdem wir jetzt die letzten zwei Stunden hier gemeinsam verbracht haben und auch angesichts der Leute, die hier sind, habe ich so das Gefühl, der wichtige Punkt, der heute auch noch gefallen ist, Gegenplanung beginnt mit einem Nein. Ich glaube, mit dem Nein sind wir noch gar nicht so weit. Weil das war, was Jörn Walter, die BSU und die dort beteiligten Investoren in der Neuen Mitte machen, trifft ehrlich gesagt derzeit noch nicht auf so stark wahrnehmbaren Widerstand. Ne? Als wir damals versucht haben, IKEA in Altona zu verhindern, haben wir eine sehr, finde ich, immerhin eine gelungene Besetzung, aber auch Kampagne gemacht, dieses ne, IKEA durch die Autobahn durch Altona, und plötzlich war die ganze Stadt gezwungen, sich mal für ein, zwei Wochen lang mit dem Thema zu beschäftigen, gezwungen. Die Öffentlichkeit machte es zum Thema, soweit sind wir nicht. Bei der Neuen Mitte Altona, da müssen wir erst hinkommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben so ein Wettbewerb auch eine Art Lobbybildung ist, dass plötzlich interessante Stimmen sagen, nee, so wie ihr das plant, ist das scheiße. Guck mal, da kannst du auch anders machen. Und ich werfe jetzt meinen Hut auch in den Ring. Ich gebe meinen Namen auch dafür her. Das ist so ein bisschen auch, wäre so ein erster Schluss, vielleicht auch für so einen heutigen Abend, dass man da quasi das Nein noch stärker machen muss, damit wir beim nächsten Mal dann hier die äußeren Gänge, die man nicht betreten darf, auch noch voll sind mit Menschen, so, weißt du, so wie Vietnam-Kongress 68, wo sie dann miteinander. Das muss doch eigentlich passieren, weil, ey Leute, das, was da geplant wird auf diesem Gelände, diese 75 Hektar, wer in Altona wohnt, der weiß doch, kann sich doch an zwei, drei, fünf Fingern ausrechnen, wie das unser Leben verändert, wenn da so ein besser verdienender Stadtteil gebaut wird, wenn das so durchgezogen wird, was das dann heißt für die Mietentwicklung hier, auch für die Entwicklung für der lokalen Ökonomie und so weiter, ECE mit dem Boot. Das ist tatsächlich dringlich, es ist nur schwierig, Leute dafür zu mobilisieren, weil es eben anders ist, als jetzt, sagen wir mal, beim Realmarkt, wo man was jetzt oder noch eine Music Hall hin, okay, da sind die Leute empört, kommen sie erstmal hin. Das ist ein bisschen schwieriger da. Also da, glaube ich, wäre so ein Schritt, den man da gehen muss, mit dieser Weiterentwicklung der Gegenplanung. Und damit übergebe ich an Petra. Die ja, die ist hier. Die geht aber eigentlich direkt zu Christoph, weil wir wollen das jetzt mal vielen Dank. Sehen.
Okay, vielen Dank. Ich kann das ja nur unterstützen. Ich glaube auch, das Ausmaß Vietnam-Kongress lässt schon mal anklingeln im Hintergrund auf was für unruhige Zeiten und in welchem Ausmaß wir uns derzeit zubewegen. Ich glaube, das ist nicht übertrieben und ich glaube, das ist jetzt meine subjektive Einschätzung, ich spreche nur für mich, aber dass uns etwas bevorsteht, was noch um einiges größer sein wird als 68 und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber da kommt uns jetzt sozusagen dieses Bahngelände dazwischen und die schöne kleine Frage der Partizipation, die will ich jetzt hier sozusagen in besinnlich-weihnachtlichen Zeichnungen ausklingen lassen. Auch das Datum könnte ein Grund sein, wieso die Ränge heute nicht voll sind. 3 Tage vor Weihnachten zu Beginn, auch noch während der Ladenöffnungszeit. Ich habe hier das Bild 1, Partizipation Royale. Das ist was, das kenne ich sehr viel von Künstlern. Die lassen jetzt immer irgendwie so, die denken sich jetzt immer so Setups auf, in denen Menschen, das Publikum sozusagen auftreten darf und vielleicht irgendwas mitkriegt, was der Künstler so gemacht hat. Man kriegt dann so ein Gefühl von Partizipation. Ich finde, das ist ein sehr altes Prinzip, was sozusagen so die Könige früher gemacht haben. Man gibt jemandem einen Orden und lässt ihn damit sozusagen identifikatorisch ein bisschen was vom Glanz der Herrschaft durch die Welt tragen. Ich habe mal gehört, als ich nach Hamburg zog, dass Hamburger grundsätzlich das Annehmen von Orden ablehnen. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ja. Ich habe den Eindruck, es ist nicht mehr konsequent so. Aber eben Bundesverdienstkreuze werden aus genau diesem Grund, weil man den Schwindel durchschaut hat, eigentlich hier nicht angenommen. Da sollte man mal weiter dranbleiben. Das hier ist Nummer 2, Partizipation als Einfangmanöver, sehr leicht zu erkennen. Partizipation als Externalisierung von Kosten, also da muss ich sagen, hätten Sie uns immer sehr gerne. Leute, schließt euch zusammen und macht eure Straßen sauber. So, das ist jetzt eine Sammelzeichnung. Partizipation als PR-Maßnahme, also Public Relation. Da ist die internationale Bauausstellung ganz groß und ich habe den Eindruck, hier dieses Verfahren in Altona hatte auch den Zweck. Dann ist Partizipation natürlich ein herrliches Frühwarnsystem. Man kann schon mal so gucken, von wo läuft denn der Hase, was für Kritik ist denn da zu erwarten. Und dann bauen wir das gleich in unseren nächsten Pressetext ein. Partizipation als Ablenkungsmanöver, sehr wichtig. Wir lassen sie mitreden, aber eben an der Stelle, wo es gerade gar nicht drum geht und im Hintergrund ziehen wir den Handel durch. Und eben Partizipation als Ersatzteilnahme. Da haben wir, im Alltag beschissen sozusagen und dann symbolisch dabei. Das hier ist das Modell, wir geben Ihnen den Rahmen vor, in dem Sie partizipieren dürfen. Das wäre jetzt mal sozusagen das allererste Beispiel hier überhaupt was mit Partizipation zu tun hat eigentlich. Es gibt so eine Liste aus den 60er Jahren, The 7 Degrees of Participation. Und in Hamburg bewegt man sich immer auf den untersten 1-3 Stufen maximal. Und hier sind wir jetzt auf der Stufe, die Eltern zum Beispiel bei ihren Kindern anwenden, wenn sie die in den Sandkasten schicken. Und das ist ungefähr das, wo wir für gewöhnlich teilnehmen dürfen. Der Rahmen wird vorbestimmt, die Materialien auch und drumherum geht alles so weiter, wie es in der Welt so geht. Dann gibt es hier das Modell Partizipation. Wie hatte ich es genannt auf meinem Spickzettel? Da muss ich doch nochmal nachdenken. Aber vielleicht können Sie das auch selbst entschlüsseln. Also hier sind 3, die partizipieren. Hier macht jemand ein Foto und ich habe ja auch da den Eindruck, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus der Kunst das so vorgemacht haben. Da gab es Mitte der 90er immer diese Fotos von Leuten, die mitgemacht haben. So diese Beweisfotos, hallo, da ist eine Runde, die haben alle diskutiert und irgendwie ist da das Kunstwerk entstanden. Und da habe ich den Eindruck, das ist in der Stadtplanung jetzt auch ganz groß geworden. Da gibt es auch immer diese Fotos von Runden, wo Leute partizipiert haben. Ich nenne das mal... Das Publikum wird zum Material. So,
Und uns geht es natürlich darum, als Publikum auf die andere Seite denn zu treten und zum Produzenten zu werden. Da sind wir aber noch nicht. Wieso ist Partizipation aber zugleich etwas, wo dieses System nicht drumherum kommt? Das ist jetzt sozusagen untergebrochen. Der Warencharakter, ja, entfremdete Produkte schauen uns tot aus dem Regal entgegen und müssen Leben eingehaucht bekommen. Und das kann man natürlich am allerbesten, wenn man da so ein Partizipationsverfahren dran flanscht, vielleicht auch abstimmen lässt oder Menschen über die Farben von Turnschuhen entscheiden lässt, die sie dann hinterher selbst kaufen. Da muss ich aber sagen, ist gerade der Name der Stiftung Lebendige Stadt, das muss mal gestattet sein als sozusagen interne Kritik auch, ist natürlich das allerbeste Beispiel dafür, weil ECE als Sponsor von Stiftung Lebendige Stadt ja wohl, würde ich sagen, einer der härtesten sozusagen Verregalisierer der Innenstädte ist. Und ja, ich fand die Liste aber sehr aufschlussreich, wenn er erst im Vorstand sitzt. Und habe dann auch gedacht, na herrlich, da wissen wir, wieso wir nicht partizipieren dürfen, wenn die da alle schon da im Boot sitzen. Gut, ein Gegenbegriff wäre Wunschproduktion. Auf dieser Seite sieht es wild aus. Ich finde noch nicht wild genug, um wirklich das wieder zu bringen, geben, was Wunschproduktion sein müsste. Da geht es nämlich einerseits darum, dass Subjektivität eine Rolle spielen muss. Das muss über Bedürfnisse hinausgehen sogar noch. Und dass Kollektivität dabei eine Rolle spielt, also nicht dieses alte Modell der Autorenschaft, sondern eins, was darüber hinausgeht, wo man sich gegenseitig schlauer macht im Prozess und wo tatsächlich Wünsche produziert werden und am Ende Städte. Aber das habe ich hier jetzt mal etwas kurz gefasst, die Zeichnung und den Job des Stadtschreibers wörtlich genommen. Jede Wunschproduktion beginnt mit einem Nein. So, das ist ein schöner Vorsatz, jetzt müssen wir wieder aufzoomen. Wo liegt jetzt sozusagen das Problem? Ich nehme mal erstmal das hier in den Fokus. Wunschproduktion, Aneignung und Erfindungen machen. Das ist, was heutzutage in Städten Wert produziert. Das klingt jetzt ein bisschen simpel, ist auch jetzt von mir sehr simpel gesagt, aber gucken wir uns das Schanzenviertel an. Die Immobilienpreise gehen hoch, weil dort alternative kommunikative Strukturen geschaffen wurden, weil dadurch ein Austausch möglich wird, weil dadurch ein anderes Image entsteht, weil dadurch dort andere Produkte zustande kommen. Das ist in Altona nicht anders gewesen. Denken Sie an sowas wie das Filmhaus, selbstverwaltete Institutionen der 80er Jahre, die haben tatsächlich Strukturen hier geschaffen. Und gut, jetzt ist davon nicht mehr übrig oder sehr wenig in Altona und an anderen Stellen der Stadt. Da ist vom Image noch was geblieben und die Frage ist, wer kassiert das ein? Ich habe die drei Kameraden von eben, also die Wunschproduktion, die Aneignung und was war es denn noch? Das Erfindungen machen da oben hingemacht. Da teilt sich der Wert dann ideell in Partizipation. Wir dürfen irgendwie partizipieren, aber materiell dürfen wir da nicht mitmachen. Und da ist zum Beispiel hier die Immobilienbranche, zum Teil auch der gehobene Einzelhandel, der davon dann profitiert. Und wo wir also nur partizipieren dürfen, aber nicht daran teilhaben an diesem Gewinn, stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir die? Und da taucht der Streik auf. Streik klingt gut, in Städten und solchen Gefügen, wie wir sie haben, wird ja keine Maschine mehr hingestellt, wo man Schraubenschlüssel ins Zahnrad reinstecken kann, um die Maschine zum Halten zu bringen. Und deshalb wird die letzte Zeichnung etwas fahrig. Dennoch möchte ich sagen, die drei Kameraden hier oben, Erfindungen machen, Aneignung und Wunschproduktion, kann man natürlich auch anders einsetzen. Sie können Images zerstören und sie können Konflikte verräumlichen. Und dieses ganze Ding, was ich eben gesagt habe, nämlich das Herstellen von Plattformen des Austauschs und das Vernetzen, das könnt ihr nämlich auch sehr gut. Und das kann man auch sehr gut als ein Mittel des Kampfes, hässliches Wort, in Englisch gibt es noch Struggle, das ist nicht ganz so aggressiv, also das könnte man als Mittel des Struggles einsetzen, um gegen die Kräfte, die uns hier diese Städte servieren, derzeit vorzugehen.
Das war es jetzt in Abstraktform und von mir als besinnliches Semi-Schlusswort, bevor das Schlusswort wieder an die Organisation geht. Das war wirklich eine prima Zusammenfassung. Und, bitte? Auf der Webseite, oder? Klar. Und was uns jetzt aber natürlich noch brennend interessiert, ist, was erwartet uns wirklich 2012? Was hat es mit der Asche auf sich? Und können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken? Manu Beerte, bitte sag uns, was 2012 passieren wird. Das habt ihr bereits entschieden. Musik. Thank you.
Man sieht tatsächlich Schrift, Rathaus, zugegebenermaßen nicht gut in der Projektion, zugegebenermaßen vorher nicht geprobt. Was haben wir hier? Rathaus? Sag mal. Warte. Ja. Rathaus besetzen. Also doch. Was ist denn der Hitze? Das ist interessant. Kann man das lesen? Das ist interessant. Und das ist tatsächlich der beste Ausblick für das nächste Jahr. Schluss. Wir können alle. Das kann man da nicht lesen. Steht da oben? Netzwerk. 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 Ist das Fantasie? Bock ich mal kurz. Und hier steht Finanzung. Langsam runter in Agentur für. Weiter runter. Sieht man das? Ausgleich. Und hier unten Beteiligungs. Beteiligungs? Stopp. Wahnsinn. Hier sind eure Orakel! Halleluja! Und all das, was ihr jetzt lesen könnt, tragen wir im Herzen. Neue Jahr gehen und blicken. The struggle goes on in 2012. Und wir freuen uns auf weitere Diskussionen, auf Veranstaltungen und Aktionen. Bis bald und tschüss. Ist das der Maßstab für neue Stadtentwicklung oder warum ist das hier? Mich erinnert das sofort an Aristocats, das ist doch eine andere Form. Ach ja. Von Teilhabe, da geht es ja um Stadtkatzen, Stadtkater vor allem. Ja, so also Katze, Stadtkater. Aristokratische Katzenfamilien, Damen überzeugen davon, dass ein besseres Leben auf den Dächern stattfinden kann, als in so flüchigen, kuscheligen Kissen, ja, die es hoffentlich daherkommen. Also ich fand das ganz interessant, man kann das so auch verschieben, so. Also da bewegt sich ja tatsächlich was. Also man hat hier noch durchaus die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und von daher fand ich das im Prinzip so ganz spannend. Ich würde mich in so einem Fall, was Stadtplanung oder Stadtentwicklungsfragen angeht, ungern mit so Skalen und Zahlen beschäftigen. Ich glaube, das ist ein völlig falscher Ansatz. Aber ist das nicht so der gängige Weg? Also, nö, aus meiner Sicht überhaupt gar aber nicht. Aber in der Stadtplanung ja schon. Also Architekten arbeiten ja genauso. Leider, das ist ja das große Problem. Ach so. Wie sollten Sie denn arbeiten? Das ist genau das Problem. Also ich war jetzt gerade zum Beispiel in Leipzig, da gibt es total hervorragende Beispiele von Lehmbauten und Ähnlichem. Wieso rund? Natürlich werden die in diesem Fall nicht rund, die sind sogar eckig. Sicherlich werden die auch mal mit irgendwelchen Skalen und Maßstäben erstmal beziffert. Aber das vom Gefühl her, was vom Gefühl herüberkommt, sieht doch ganz, also sieht ganz anders aus. Und vor allem ist es noch viel nachhaltiger als dieser ganze Scheiß Strukturdämmstoff, der A, super brennbar ist und B, viel zu teuer in der Produktion und vor allem in der Entsorgung. Das kommt ja auch auf uns alle zu, diesen Mist wieder loszuwerden von dieser Welt. Nochmal so eine ganz utopische Frage. Kann man sich also realistisch gute Stadtplanung zu Weihnachten wünschen? Nee, ich glaube, Weihnachten sollten wir über was anderes nachdenken. Ich glaube auch nicht, dass Stadtplanung allein die Frage ist. Ich glaube, es geht eher um die Frage, was Gesellschaft ist und wie Gesellschaft zusammenleben möchte. Und darüber lassen sich dann Ideen von Häusern entwickeln. Mhm. Ich glaube, die Fragestellung ist erstmal eine andere. Rettung. Und die ist für alles gültig, oder? Ja, schon staatlich abgesichert, oder? Ja, also wenn man sich so drunter begibt, man fühlt es deutlich. Man fühlt es, ne? Ja, also... Ja, es ist ein schönes Weihnachtspräsent.